Was geht ab, Chat? Das Gladbach-Fan tut das weh. Das glaube ich dir, Digga. Ich habe beim 2-0 schon ausgemacht, weil ich dachte, das ist sicherer Sieg, aber anscheinend nicht, ne, Digga. Ah, was geht ab, Jungs? Grüß euch auf jeden Fall. Grüß dich, so spät, wollte gerade ins Bett gehen. Ah, wenn müde bist, Digga, zieh durch. So, ne? Ich will dich nicht dann wach halten mit meinem Stream. Eieiei. Schau, euch geht's gut, Jungs. So spät Stream. Ah. Boah, warum nicht, Digga? Besser wie gar kein Stream, oder? Es geht, Nico, grüß dich. Ich werde heute aber auch nicht so lange machen, Freunde, ich bin ein bisschen am Arsch. Team of the Week Karten raus morgen 19 Uhr. Zählt mir zu den 3000 CR-Karten. Behalte ich noch, Digga. Ich hätte die für doppelten Gewinn weghauen können. Heute Mittag habe ich nicht gemacht, deswegen behalte ich die natürlich noch. Wann sollte ich Costa Rulepega verkaufen? Am besten jetzt vor Donnerstag, Digi. Donnerstag wird der nochmal ein bisschen einbrechen, deswegen verkaufen. Darius, grüß dich, was geht ab, Jung? Ich hoffe, bei dir ist alles fit. So. Die Packs im Battle Pass, was gibt's denn? Gibt's was Neues? Wir was Neues im Battle Pass gebracht, können wir uns mal anschauen, Digi. Was gibt's denn Neues? Ich habe noch gar nicht hier geschaut. Was gibt's denn? Das hier oder was? Das hier, ist das hier neu gekommen? Das kann man eigentlich echt mitnehmen. Das könnte man machen, ja, stimmt. Wann kommen die CL-Upgrades? Überlege gerade, jetzt fett zu investieren. Kann auch sein, dass die morgen irgendwie eine andere SBC bringen, wo halt wieder selten Champions League Karten gefordert werden, ne? Oder die kommen halt erst nächste Woche. Kann natürlich auch sein. Was man dafür was machen hier? Was muss man dafür machen hier? Keine Grenzen. Gewinne 50 Spiele. 5 Siege. 5 Siege. Für was für Packs sind das? Ey, man bekommt hier nur ein Pack, oder Chat? Zwei Gold Upgrade und hier gar nichts. Das ist schon schlecht eigentlich. Und dann meine ich in Division Rivals. Was kriegt man für Rivals? 200 Tore. Okay. Ja, wow. Zeig mal dein Team. Jetzt investiert. Hau alles rein, Nico. Guck mal, ganz ehrlich, also wenn du noch Münzen hast, ich kann mal gucken. Gucken erstmal die hier, was die hier kosten aktuell. Die Nonvers. Ja, die Nonvers sind bei 1200. Macht gar keinen Sinn, dass die Nonvers teurer sind. So. Und die hier sind 1k ungefähr. Guck mal, ihr könnt die noch einkaufen. Wer gestern oder so nicht eingekauft hat, ein Buffon hier, diesen Kollegen hier könnt ihr mitnehmen. Also wer noch einkaufen will, der kann auch natürlich da reinpumpen. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das entweder morgen kommt oder nächste Woche. Dass die es gar nicht bringen, gehe ich nicht von aus. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Das sind Special-Karten, man bekommt die immer eh für mehr weg. Deswegen verkehrt macht man damit gar nichts. So wenig Coins. Ich habe 3000 Champions League-Karten gekauft. Deswegen habe ich so wenig Coins aktuell.
mich auf Discord ein. Ich habe aktuell 150 Nachrichten auf Insta, die gehe ich schau morgen nochmal. Ich habe das heute nicht geschafft, alle Nachrichten zu beantworten. Das waren so viele Nachrichten. Sorry, ich werde versuchen, dir morgen den Link dann zu schicken, Digi. Am besten einfach nochmal reinschreiben oder mir einfach, schreib einfach nochmal Hashtag Discord, Digi, dann sehe ich das vielleicht besser. Also, weil ja, vielleicht hast du mir einfach nur ein Bild geschickt. Ja, Freunde, also wie gesagt, da könnt ihr schon reingehen. Da könnt ihr schon reingehen, 59. Okay, 59 gehen. So, aber das könnt ihr natürlich versuchen zu snipen, ne? So einen Promis macht ihr nichts verkehrt. Ich habe 6 Millionen CL investiert für 1,7. Ja, das ist dann selber schuld, Marcel. Ich habe nie gesagt, für 1,7 einkaufen. Da bist du dann selber schuld für diesen Preis. Wer der dir empfohlen hat, den für den Preis zu kaufen, selber schuld. So, jetzt schon die. Nee, ich verkaufe die nicht, Digga. Die sind nur alle schön bei mir hier gelagert, Digi. Ich hätte die heute Mittag verkaufen müssen. Da waren die bei 2100, 2200. So, ja, ich habe die leider nicht verkauft. Sonst hätte ich natürlich aus den 3,5 Millionen 7 Millionen ungefähr gemacht. Das hätte schon geschmeckt, aber ja, ich war leider zu gierig. Das war das Ding. Ich war leider zu gierig, Chat. Ne? Leider zu gierig. Was könnte zu den CL-Partien kommen? Bah, was war das denn? Ein Haar. Bah. Einfach ein Haar im Mund gehabt. Bah, richtig widerlich, Chat. Bah. Halt die Schnauze. Wie viel glaubst du steigen? Das kommt auf die Anforderungen drauf an, Nico. So, ich sag mal so, für den Preis, wie die aktuell kosten. Billiger werden die, glaube ich, eh nicht mehr, ne? Morgen können sie gehen. Die Sänger werden immer sicher morgen gebraucht. Es war immer so, dass außer letzte Woche immer am zweiten Tag, also Mittwoch, gebraucht werden. Heißt, morgen könnten sie gehen. Gehe ich auch von aus, dass die morgen gebraucht werden. So. Da kommt morgen, wir sagen nur als Beispiel, es kommt morgen ein 50k-Pack. Da hoffe ich natürlich auch drauf. Steht drin, gibt 3 Champions League Karten ab, selten oder häufig. Dann steigen diese Karten auf 2.500, 3.000. Und dann haust die weg. Dann haut man die einfach weg. Dann haue ich auch meinen weg. Was kommt morgen für eine SBC? Morgen wird einfach ein dickes Pack wahrscheinlich kommen. Also kann auch sein, dass es nur ein 35k-Pack sein wird. Aber die Leute werden es wahrscheinlich machen. Zudem könnte es sein, dass die 84 plus Champions League Karten bringen. Dann hätten wir Checkpot, die wo die 82er eingekauft haben mit mir. Die würden richtig saftig schmecken dann. Wird dann einer auf 4-5k hochgehen. Und Freunde, wäre natürlich nice, wenn ihr alle einen Daumen hoch geben würdet auf den Stream. Lasst uns mal Richtung 100 direkt starten. 120 Leute am Start. Kuss geht an euch raus. Vielen, vielen Dank für euren Support. Was meinst du das mit deinem Nachspiel haben, Marcel? Hä? Meinst du mich jetzt oder was? 283 UCL gekauft. Damit wirst du nichts verkehrt machen. Guck mal, die kannst du ja ÖV schon verkaufen. So. Kannst ja schauen. So. Ich sag mal, für 1,8, 1,9 kriegst du ja jetzt schon los. Wenn wir jetzt schauen, mal ein Visca, schätze ich jetzt mal. Schauen wir mal ein Visca. Visca. So. Ja, guck mal. Den habe ich für 1,2 geholt. Ich könnte den schon jetzt mit Gewinn direkt wieder weghauen. Transferlös, leicht über 5 Millionen ungefähr, die ich alle abstoßen. Ja, musst du wissen, was das ist, nicht meine Angelegenheit, musst du wissen, Digga. Zedras für 1k mitmachen macht Sinn, auf jeden Fall. Guck mal, deswegen, ich habe ja euch gestern empfohlen, nicht mehr einzukaufen, außer ihr kriegt noch die 83er für 1,2, 1,3. Wer jetzt nochmal einkaufen will, Preise sind wieder gut. Preise sind wieder top. Okay, die werden sogar schon weniger. Eben waren hier deutlich mehr für 1.000 drauf. Ich würde aber gucken, dass ihr wenigstens mindestens 81er bekommt. Hier so ein Campbell,
Der Torwart ist sehr, sehr gut. Nimmt das auf jeden Fall mit. Wie gesagt, der macht dir nichts verkehrt. Hätte ich jetzt noch mehr Münzen, ich würde jetzt auch noch weiter einkaufen. Schätze ich euch, wie es ist. Wir können ja mal durchgehen. Ich zeige euch, welche Karten gut sind. 82er CL-Karten für 1-1. Machst du nichts verkehrt, weil du musst dir vorstellen, so 82er generell kosten schon immer 1000 ungefähr. Das heißt, selbst wenn da nichts kommt, du kannst die problemlos für 100, 200 easy wegbekommen. Ne? Also du machst so oder so, hast keine Chance Minus zu machen. So. Außer du kaufst die für 2000, ne? Dann machst Minus. Wenn du die für 2000 kaufst, dann machst Minus. Aber deswegen empfehle ich ja immer, für gewisse Preise nur zu kaufen. Okay, man muss sagen, es gibt hier echt viele. Ne? Es kann natürlich auch Bug sein, aber... Es gibt hier so viele Müllspieler. Okay, das habe ich gerade gelesen. Philipp, stabil, danke. Wo sind deine Münzen? Alle investiert, Digi. Alle investiert in Champions League Karten. Die habe ich ja am Samstag, Sonntag schon eingekauft. Guck mal, also den hier könnt ihr mitnehmen. Rakitic, gute Karte. Können ja mal gucken, ich guck mal, bis wir ganz nach hinten kommen, dann zeige ich euch, welche Karten ich noch einkaufen würde. Wir können von mir aus auch noch mal ein paar Münzen möchte noch haben, aber so 10 Karten noch mal kaufen. Habe ich leider nicht gemacht, Don. Ich hätte die auscashen müssen für 2000. Ich hoffe, dass das morgen kommt. Wenn nicht, müssen wir auf nächste Woche hoffen. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die morgen benötigt werden, dass da eine SBC kommt, wo du 2-3 abgeben musst. Sollten die über 2K gehen, werde ich auch direkt aussteigen. Also wenn die über 2K sind, steige ich sofort aus dem Invest. Ich hätte heute Mittag schon aussteigen müssen. Ich war einfach wieder zu geizig, so, zu gierig. So. Ich wollte zu viele Münzen machen. So. Ich hätte einfach aufs 3,5 Millionen 7 gemacht. So. Ja, das ist 100% Gewinn, Digga. Das war mir zu wenig. Ne? Beispiel das mit den CL-Karten. Letztes Jahr hast du das immer, guck mal, letztes Jahr hast du immer Champions League Karten gebraucht, an jedem Spieltag bis auf den ersten. Dieses Jahr hast du am ersten Spieltag Champions League Karten gebraucht, jetzt keine. Das könnte sein, dass sie das einfach umdrehen und ab nächster Woche wieder dann Champions League Karten verlangen. Natürlich Dings, einfach ab dritter Spieltag, vierter Spieltag, nächste Woche ist dritter Spieltag, vierter, fünfter und sechster Spieltag. Das heißt, dass die da kommen können, ne? Ja, Bann direkt weg, Digga. Strakosha für 1,2k, guter Preis, ist auf jeden Fall guter Preis, ja. Strakosha, guck mal, 83er, verkaufe ich auch immer gerne UV für 1,8, 1,9, so, ne? Bist du traurig? Warum soll ich traurig sein, Digga? Nee. Ich bin nicht traurig, Digga. Guck mal, ich bin auf mich selber sauer, dass ich zu gierig war. Aber traurig bin ich nicht, ich bin aber sauer. Und das bin ich. Ich bin sauer auf mich selber, weil ich zu gierig war. So, ihr müsst. Guck mal, das war ein Verdoppler. So, ihr habt 10k reingesteckt, ihr habt 20k rausgeholt. Ich hätte ab 3 Millionen, 3,5 Millionen reingesteckt, hätte 7 Millionen rausgeholt. So. Da muss man verkaufen, so. Ich habe mir das vorhin so die ganze Zeit überlegt. Es war einfach dumm. Sollten die morgen, wie gesagt, auf über 2K sein, bin ich sofort raus aus der Geschichte. Wie viel hättest du Gewinn gemacht, wenn du alles verkauft hättest? 3,5 Millionen ungefähr. Also ich hätte ein bisschen mehr sogar Gewinn gemacht. Okay, also hier so ein Strakosha. War da ein Strakosha? Nee, war hier der... In Blind für 1K könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Philipp, sein Namensvetter, könnt ihr da gerne mitnehmen. Ey, Spaß, Philipp. Alles gut, Digga. Dann muss man da auch UCL-Karten abgeben. Eigentlich nicht, muss man da eigentlich nicht abgeben. Aber es kann auch sein, dass morgen das kommt, plus noch andere SBCs, Digi. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die das 84er Plus-Pack bringen, wo die letztes Jahr gebracht haben, wo alle High-Rated-Karten richtig hochgekommen. Guck mal, so ein Mondanda für 1K würde ich sofort mitnehmen, Chat. Ein 83er Mondanda. Ihr schaut hier einfach, was ihr bekommt. Hier so ein Alonso. Könnt ihr auch immer mitnehmen. Das ist eine so gute Karte. Für 1000. Hier ein Promise. Halstenberg könnt ihr immer mitnehmen. Okay, ist jetzt direkt weg für 900. Wieder ein Mondon da. Ein Megaya. Megaya würde ich auch immer mitnehmen. Chat, das sind gute Karten. Ginter auch Top-Karte. Also mach dir nichts verkehrt. Öffnest deine WL-Rewards am Donnerstag. Ich werde die wahrscheinlich nicht sehen, Digga. Also, ja. Ich habe ja 3.500 von diesen Champions League Karten mitgenommen, ne?
da kann ich wahrscheinlich meine Rewards nicht öffnen. Wir haben auch Verkäufe, okay. Vielleicht Silberkarten weg, schätze ich mal. Okay, und eine Goldkarte. Die Non-Ware-Methode funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Hab die heute verkauft und hab 300k plus gemacht, ja. GG, Digga, an jeden, der verkauft hat. Ich war leider zu gierig und hab nicht verkauft. Ich wollte halt 10 Millionen machen statt 7. Ja. Ne. Das ist einfach eine Scheiße, wenn man zu gierig ist. Und das ist man einfach, wenn man hohe Summen gewohnt ist. Wenn man noch investiert. Man kann aktuell wieder top investieren. Hier. Ich zeig dir nochmal. Okay, hier zwei Karten verkauft. Du kriegst die Champions League Karten. Easy für 1k, Digga. Kauft ein. Ab 81, 82er Rating. Kauft ein. Okay, man merkt, der Markt wird gerade leerer. Ich glaube, die steigen gerade wieder ein bisschen, die Champions League Karten. Man muss ja sagen, 19 Uhr, ich habe gesehen, die wurden auf den Markt geflutet. Das war ja nicht mehr schön. Aber man muss sagen, wer die jetzt verkauft, das sind Leute, die keine Ahnung haben, die jetzt verkaufen. Ihr müsst, der Markt ist jetzt am Boden, ihr müsst einkaufen. So, das sind wie gesagt Special Karten, die können nicht billiger werden. Wo siehst du, wann die OCL-Karten steigen? Guck mal, 1K waren eben noch erste Minute und jetzt ist hier der erste bei 13. Minute. Da weiß ich natürlich, dass die alle weggekauft wurden bis zur 13. Minute. Da kann ich schon sehen, okay, die Leute kaufen die gerade ein bisschen ein, ne? Vollkarten für 1,6 gekauft, aber werden trotzdem meinen Gewinn machen. Das auf jeden Fall so. Nur Leute, die keine Ahnung haben, haben da um 19 Uhr oder verkaufen jetzt noch ihre Karten. Das ist das Ding. Behältst du die? Ich behalte die auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das morgen kommt. Morgen würde ich auscashen. Wenn das morgen kommt, morgen eine gute SBC kommt, wo ich verkaufen kann. Wenn nicht, behalte ich das bis nächste Woche. Dann gehe ich vielleicht aber im Hype raus, sage ich euch, wie es ist. Sollten die nächsten Dienstag dann nochmal bei 2K sein, denke ich, würde ich rausgehen, Chat. Weil, ja, das wäre mir dann zu heikel. Wenn die dann so bei 1,8, 1,9 wäre, würde ich auscashen, ne? So. Da. WL Rewards. Ich werde WL Rewards auch nicht mehr streamen, Digga. Ich sag's, wie es ist so. Ich habe da zeitlich nicht so die Zeit dafür und das sind einfach die Streams, die kommen nicht so gut an, deswegen mache ich das nicht mehr. Wie hast du 3000 Karte gekauft nach 100k, ist die Transferliste vor. Du kaufst einfach, du kaufst und kaufst, machst einfach gar nichts mit denen, also du kaufst die, dann kommst du hier hin und dann zeige ich dir ganz einfach. Du hast dann hier 50 werden dir angezeigt, also hier rechts oben, ach hier unten unter mir, rechts oben wahrscheinlich, da über der Decke, steht 50. Das heißt, alle anderen siehst du gar nicht so, die sind auf der unsichtbaren Liste, aber die sind trotzdem im Endeffekt hier. Und du kannst dann einfach Kreis machen, zurückgehen und weiterkaufen. Da kannst du theoretisch eine Million Spieler lagern, so, ne? Das ist das Ding. 10 um 18.55 Uhr, alle Karten bei 1,6, sogar 1,8, 1,9 waren die bei 1,1, ja, das sind Leute, die keine Ahnung haben, die für diese Preise, ja, ich habe kein 50 Packs, Digga, das sind meine 50 Spieler, ich habe hier nicht viele Packs, ich habe hier so 10 Packs oder so noch angesammelt, das war's. Ich verkaufe die UV für 2,4, kann man machen, ne, das kann man auf jeden Fall machen. Super, danke dir. Kein Problem, gerne. Dafür bin ich da, um euch gerne zu helfen, Freunde. 200 Leute am Start. Lasst uns auf jeden Fall mal die 100 Likes voll machen, Freunde. Das wäre auf jeden Fall Ehre. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Das wird auf jeden Fall auch im Stream angezeigt, wer Bock hat. Lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wie gesagt. Ein Dings schadet auch nicht. Wie gesagt, das wird auch im Stream angezeigt, wenn ihr es öffentlich habt. Easy. Wann verkaufen? Wenn die steigen, Digga. Oder kannst du auch UV verkaufen? War aber irgendwie witzig, wie alle auf einmal Panik-Sell machen. Guck mal, die das machen, das sind Leute, die haben keine Ahnung. Ich sag dir, wie das ist. Kannst eine Liste zeigen, kann ich machen, Digga. Das sind Leute, die sehen das bei mir, die sehen das bei anderen Streamer. Die kaufen einfach blind nach. Guck mal, ich hab hier einen Strakosha. Auch noch für 1,3 rumliegen. Ich habe dir eh richtig überteuert drauf. Das ist auch noch meine Liste.
Sashido, danke für dein Abo, mein Guter. Vielen, vielen Dank. Und das ist das Ding so. Nur, man muss einfach sagen, nur Vollidioten haben die verkauft. Der Dusan, auch danke für dein Abo, Digi. Kuss geht raus, danke. Ihr seid, ich gehe hier kurz die Liste durch. Die einzigen Karten, die gut gestiegen sind, waren die Goldspieler von Marseille. Aber da hatte ich leider nur 20 Stück hier. Die gingen für 1,3 weg hier. Ein Payet habe ich sogar noch. Also, ihr seht das hier. Ich habe hier auch noch ein paar Asensios. Die werde ich auch billiger gleich reinstellen. Denkst du, ihr habt das extra gemacht? Ich denke, das war schon vorher klar, dass sie das so machen, dass die morgen wahrscheinlich die Champions League Karten bringen oder die erst nächste Woche das bringen. Damit habe ich ja geplant. Deswegen habe ich ja extra geguckt, dass auch nächste Woche Champions League ist, Diggi. So, weil wenn nächste Woche kein Champions League gewesen wäre, hätte ich nicht ein All-In-Invest gemacht. John, danke für dein Mitgliedschaft. Schreib mir gerne über Insta, komm gerne in den Trading Discord. Ruder für dich geht in die Lüfte. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Gerne mal reinschreiben, mein Guter. Vielen, vielen Dank. Hab mir jetzt 50 Schalzenbergs für 1K mitgenommen. DX Gaming, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Selbst wenn das morgen nicht kommt, Venox hier, Halstenberg, das ist so eine gute Karte. Hatte ich schon in Golf so oft. Kriegst du easy auch für 1,5 bis 2K ÜV verkauft. Also ist gar kein Problem. Ihr macht damit kein Risiko, habt ja mit null Risiko so. Wer damit denkt, er macht Minus, ja, den kann man leider nicht helfen. Bei mir ist alles fit, Hooligan. Grüß dich, Vartos. Was geht ab, Jung? Grüß dich auf jeden Fall. Korrekt, dass ihr alle am Start seid, Jungs. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wie lange kann man so ein Sniping-Filter in deinen Videos benutzen? Eigentlich so lange, die Preise haben. So, außer die sind halt auf Abschlusspreis. Ihr seht, ich habe ein bisschen Silberkram auf der Liste. Aber ja, ich habe nicht mehr so viel auf der Liste. Also UCL, SBC. Ich finde das schon realistisch, dass die morgen kommt. Dann machst du wieder ein paar Games. Mal schauen, Digga. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt Gameplay mache. So, eigentlich gar keinen Bock auf Gameplay, sag ich, ist es so. Also, ÜV-Liste von 1 Million verkaufen und dann investieren. Musst du wissen, die Preise sind wieder sehr, sehr gut. Die Champions League-Karten sind aktuell auf ihrem tiefsten Punkt. Die waren noch nie billiger. Aber es kann natürlich sein, dass die Donnerstag nochmal ein bisschen billiger werden, wenn nichts kommt morgen. Das kann natürlich auch sein. Was denkst du, Top-Partie für nächste Woche? Ich habe Champions League da noch gar nicht in Betracht gezogen. Sag ich dir, was ist der, ja? Was sagst du, Real Gladbach? Behindert im Kopf, die Gladbacher, muss man wirklich sagen. Keine Ahnung, da fehlen mir die Worte. Wenn du 2 Minuten vor Ende 2-0 führst und dann noch unentschieden spielst, ja, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann hast du es auch nicht verdient, so. Dann musst du rausfliegen aus der Champions League, ist einfach so. Die haben schon gegen Inter kurz vor Schluss verkackt. Dann musst du aus der Champions League rausfliegen, ganz ehrlich. Sollen die in die Euroleague gehen, aber ja, dann haben die in der Champions League nichts verloren. Obwohl ich Gladbach ein sehr sympathischer Verein finde und die, das denen übelst gönnen würde. Aber die müssten 4, wenn nicht sogar 6 Punkte haben, ne? Das ist das Ding so. Aber du kannst nicht daheim, 2 Minuten vor Ende, gegen Real Madrid. Klar, Real ist trotzdem eine Top-Mannschaft, kann man jetzt nicht schlecht reden. Aber wenn du 2-0 führst, darfst du das nicht mehr aus der Hand geben. Das war dein bester Filter, den du je hattest. Weiß ich gar nicht mehr, Digga. Bestimmt mal irgendein Icon-Snipe-Filter von letztem Jahr. Ich glaube, ein Icon-Snipe-Filter von letztem Jahr. Ja, letztes Jahr am Ende die Icon-Snipe-Filter war, glaube ich, am besten, denke ich mal. Saul, wie viel holen? 7K würde, also für 7K kannst du den eigentlich so oft holen, wie es geht. Ich würde allerdings erst am Donnerstag kaufen. Du wirst du wahrscheinlich sogar für 6,5 oder so kriegen. Oder ist er runtergegangen? Ist sogar runtergegangen. Hä? Ach, Saul. Ich habe den verwechselt hier mit dem anderen. Saul. Wie heißt der andere? Ich habe den anderen gemeint, Chat. Wie heißt denn der andere? Nicht. Saul ist guter Preis. Nicht. Ich habe nicht Saul gemeint. Wen habe ich gemeint? Ah, Koke. Genau, Koke habe ich gemeint. Koke. Ja, 3-2 ist für Saul gut. Ich habe Koke. Koke steht bei 7, oder? Habe ich Koke gemeint? Koke? Ja, Koke auch ein bisschen billiger, aber Koke kann man auch investieren. So kriegt man wahrscheinlich am Donnerstag für 6 glatt ungefähr. Sogar noch billiger, ist wieder ein bisschen getroppt. Die 5 Nascher, ja, so 6,5, der war die ganze Zeit bei 7K. Ist ein bisschen getroppt, geht klar. Bail Rewards, Schmutz. Ja, ich werde da auch nicht streamen. Ich werde das so machen. Ich werde donnerstags nur abends streamen, aber ich werde mein Packs
einfach lassen. Ich werde die dann am Abend öffnen, so wenn ich die öffnen kann. Kannst du mal dein Team zeigen? Ich habe aktuell nur ein Billigteam.de, weil ich halt alles investiert habe. So, was ich an Münzen habe, habe ich alles eigentlich in Invest gesteckt. Deswegen, das ist aktuell das Team. Habe auch nur bis Gold 3 gespielt, deswegen, ja. Wenn morgen kein SPC kommt, geht 5 Nacht schon wieder auf 5k. Deswegen ja erst am Donnerstag einkaufen, Digi. Deswegen ja erst so am Donnerstag. Weil da kriegt man die wahrscheinlich dann nochmal billiger. Denkst du, Bruno Fernandes steigt, ist bei 100k? Denke ich ja nicht so, Digga. Beste Trading-Methode für 100k. Ausrufzeichen 100k, mein Guter. Ich kann euch auch mal ein paar Sniping-Filter zeigen, Freunde. Ich kann leider nicht mitmachen, aber die, die halt hier nicht unzugewiesen haben, können mitmachen. So. Ich denke, das ist für euch interessant. Denkst du, Icon Swaps kommen noch? Ist schon bestätigt, dass das kommen wird. Es kommt Ende November. Ende November wird das kommen. So, ich werde euch ein paar Sniping-Filter zeigen, Freunde. Ich würde sagen, ich zeige euch einen und den nächsten gibt es bei 100 Likes. Ist ein Deal, würde ich sagen. Oder 100 Likes, Chat. Wir sind 250 Leute. Das sollten 100 Likes eigentlich mal drin sein. Eher noch mehr. Schon abgelaufen. Ich weiß nicht, ob Koscheny schon abgelaufen ist, aber der ist auf jeden Fall sehr gut. Aber man muss sagen, damals war die Karte besser. Diese Arsenal-Karte war, fand ich besser damals. Du kannst Mannschaft, Transfermarkt dann verkaufen. Mannschaft, Transfermarkt. Ah, ich kann so snipen. Stimmt, Digga, du hast recht. Ja, ja. Wie traden mit 4 Münzen. Wie findest du Costa? Sieht sehr, sehr lecker aus. Morgen noch gut. Kauf am Donnerstag ein. Morgen nicht einkaufen. Mukilele ist so krank. Ich sehe den leider nicht, Digga. CL-Karten auf für 1-1. Okay, 82er. Top-Preis. NL Fischi, danke für dein Abo, mein Lieber. Vielen Dank. Kuss geht raus. Meint, die UCL-SBC kommt morgen. Was sagst du dazu? Kann sein. Kann sein, dass die morgen kommt. Vermute ich auch, dass da was kommt morgen. So. Warte, wo muss ich hin, Chat? Ich muss auf den Verein, hat der gesagt. Wir testen das mal. Hab 1,8 Millionen in Oblak für unter 33k. Benzema, Casemiro, groß für 18 gekauft. Insgesamt 50k, davon 30 mal Oblak. Machst nichts verkehrt, Digga, das sind Top-Preise. Komm, dann war es nur dumpf. Obwohl, geht eigentlich. Staliska sieht nicht mal so verkehrt aus. So, Freunde. Vielen Dank für dein Abo, mein Lieber. Was kosten? Ich glaube gar nichts. Ey, warte mal. Hier ist doch Anzeige-Bug immer. Subs, eSports, danke für dein Abo. Ich guck mal kurz, wie gesagt, Freunde, Verteidiger von Top-Nationen könnte aktuell sehr, sehr gut snipen. Ich muss aber mal kurz gucken hier, nicht, dass die hier auf einmal... Ja, die sind runtergegangen. Franzosen. Wenn nicht, gehen wir auf Innenverteidiger. Ja, wir gehen auf Innenverteidiger, Chat. Ja, wir gehen auf Innenverteidiger, Chat. 8,50, gehen sie weg, sogar wahrscheinlich mehr. Also 900 kriegt ihr nach einer Stunde. Wenn ihr viel Platz habt, 9,50. Wenn ihr wenig Platz habt, so 8,50. Und da war sogar ein Koscheny kurz. Bakia, danke für dein Abo, mein Lieber. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. So. Okay, Spanier sogar noch teurer. Was geht, Mike? Bei mir ist alles fit, ich hoffe, bei dir auch, Digi. Okay, Spanier auch 9,50. Würde ich so versuchen, dann für 800 oder weniger zu snipen. Ich muss halt jetzt hier das so snipen, weil ich halt noch 3000 Spieler nicht zugewiesen habe, Freunde. Wir versuchen das mal hier. Ich weiß nicht, ob das hier schneller geht. Aber wir testen das mal. Weil das ist eigentlich so schon interessant. Dann kann ich auch ein paar Karten snipen. So. Zack. Naja, wahrscheinlich Gold vergessen. Läuft. So. So macht ihr das dann, Freunde. Ja, bis ich... Nee, nee. Später vielleicht. Ach, das geht hier immer raus. Das ist dann... Dann müsst ihr das so machen.
Luca, danke für dein Abo, mein Lieber. Vielen, vielen Dank für eure Abos, Jungs. Bus geht raus. Ihr sagt, hier ist das halt Schmutz zu machen, sage ich euch, wie es ist. Und dann noch gerade, wenn der ganze Chat mit sniped, unmöglich hier Karten zu bekommen. Ach ja, komm. Digga, das ist ja hier so unkompliziert gemacht, aber wie gesagt, ihr könnt die easy so snipen. Ich muss das hier immer wieder umstellen, Chat. Ihr seht das ja. Aber ihr, da kommen eigentlich in der Regel oft Karten rein. Ihr müsst einfach nur schnell sein und nicht so lahmarschig wie ich. Dann kriegt ihr da auch relativ schnell was. Wie gesagt, die gehen alle für 59 weg, sogar eher noch teurer. Marvin, grüß dich, was geht? Ja. Was machst du eigentlich, Philipp? Da bin ich. Ja, ich bin zu lahm. Hier ist man zu langsam, Chat. Ich sag mal, das macht keinen Sinn, hier zu snipen. Wir gucken mal nochmal Frankreich. Frankreich. 8,50. Das macht hier keinen Sinn. Okay. Ja, immerhin. Immerhin. Ach, das ist hier so kompliziert, ne, Chat. Sag ich euch, es ist, seid froh, wenn ihr hier so easy snipen könnt. Sind die Top-Nationen noch mehr so gestiegen? Die fängt erst ab 2 Minuten an. Weil die Top-Partien so verkackt wurden. Deswegen die sind die Non-Vers hochgegangen, Digi. Weil die Non-Vers gebraucht werden. So, das ist das Ding. Guck mal, auch Silberkarten. Ihr könnt auch Silberkarten versuchen zu erbieten. Gute Nation, gute Position. So, guck mal hier. Ihr könnt das für 200 erbieten. Verkauft ihr für 500, 600. So, die Leute kaufen keine Dings, seltenen Karten. Die kaufen natürlich Non-Vers. Und die Leute sind mittlerweile so, dass die lieber einen Non-Ver für 900 kaufen, wie einen seltenen für 700. Aber frag mich nicht, warum das so ist. Aber es funktioniert. Also, nimmt das Cash mit. Nächste Stream schaust du dann mal vorbei. Wenn ich einen Host krieg, Kavan. Ey, Spaß, Nico. So, schick mir Link auf Insta, dann guck ich natürlich mal vorbei. Ich snipe dich dann mit Gecko in der Party. So ein Ding wird das sein. Easy free win. Ich sag mal so, das wird dann so wie gegen Marco ausgehen. Ey, Spaß, Nico. Das hat Spaß. Bekommst du deine 3000 Spieler mit Gewinn weg? Aktuell ist es 0 auf 0, aber ich werde die schon mit Gewinn wegkriegen, ja. Nico, ich würde aufpassen. Gecko will dich snipen in der Weekend League. Der hat gesagt, den Easy Snickers nimmt damit. Nein, Abo, so Rife, danke für dein Abo, mein Lieber. Ey, wir könnten heute wirklich, wenn das so weitergeht, Chat, eigentlich wollte ich heute nicht so lang machen, aber wenn das so weitergeht, dass ihr gönnt, Kuss geht auf jeden Fall raus. Vielen, vielen Dank, könnten wir heute noch die 20.000 knacken. Es fehlen noch 104 jetzt. Also wenn wir das heute noch, wenn wir das heute noch schaffen, Chat, dann wird lieber an euch rausgehen. Sag ich, wie es ist. Wenn mein Team schicken, später, Digi, später. 250 Leute am Start, danke, Freunde, vielen, vielen Dank. Niemals stream ich jetzt Broker, Paul Marp, Junge. Da, ich hab keinen Bock, erst in 3 Tage. Man kommt Petal. Keine Ahnung, der, ja. So, Chat, wir versuchen nochmal was zu snipen. Murko, guter Preis. Hau mal ab mit Pro Club, Chat. Ach, Chat, Philipp. Was für Pro Club, Digga. Findest du Loris? Loris ist sehr, sehr stark, besser als der Rea, der hat mir oft den Arsch gerettet. Weil defensiv sah die Weekend League jetzt nicht so gut aus. Hm? Weiß ich noch die Zeit, wo ich in Pro Club uns immer die Titel gesichert habe, so ein Ding war das. Ach, Junge, da war ich nicht voll, Junge. So, Freunde, wir gucken mal auch jetzt hier Silberfilter. Was seht ihr jetzt, Chat? 500. Nico, nochmal so oft Einsen und ich spann dich auf den Südpol. Guck mal, Chat, sowas nehmt ihr mit, wenn ihr das seht. Ihr geht jede Top-Nation durch. Innenverteidigung. Wenn ihr sowas seht, nehmt ihr es mit. Ach, Nico darf nicht mitspielen, so ein Ding wird das sein. Der wird rausgeworfen.
Junge, hau mal ab, Digga. Was für Pro Club. Junge, ich hab keinen Bock auf 20 Zuschauer. Was für Pro Club, Digga. Nerv mich jetzt nicht, oder ich geh raus aufs Party. Ich sag, wie es ist, Digga. Chat, okay, wir lassen den Chat entscheiden. Trading oder Pro Club? Jeder darf einmal reinschreiben. Wenn ich sehe, dass Nico hier mehr wie einmal reinschreibt, direkt Heimbahn. Warte mal, nein, ich möchte das nicht kaufen. Ah, jetzt. Ja, wahrscheinlich, Digga. Ey, warum schreiben die denn jetzt? Ja, okay, da haben schon mehr Trading geschrieben. Aber da haben. Junge. Was für ausgeglichen, Digga. Sehr. Home up. Nein. So, Chat geht für 550 ungefähr weg. Schau aber für 500 rein. Ah, ihr seht die Preise. Seht die, ich hoffe, ihr seht die Preise. So, 600. Wie gesagt, Freunde, mit Silber könnt ihr auch easy gut traden. Mal ein Team verkaufen. Ich habe mein Team schon verkauft. Es ist halt schwer. Ich habe auch überlegt, so wenn die Karten nicht so ansteigen, ich werde wahrscheinlich kein Team kaufen, weil Black Friday steht in 3 Wochen vor der Tür. Da habe ich keinen Bock, dass ich da Verlust ohne Ende mache. Wieder einen für 300 bekommt, Chat. Das ist zu leicht. Ihr seht, das England-Innenverteidiger für 300, 400 Snipen, 600 gehen die weg. $19,900 Abo, Kuss, Freunde, Kuss. Danke, Freunde, vielen, vielen Dank. Was hat ein Vatos geschrieben, Digga? Wir machen kurz die SBC, Freunde, die heute kamen, Freunde. Ja, Digga, so, das war auch der wieder. Das war auch der gestern hundertprozentig, Gecko. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Ja. Das erste Wort mit Dings hat er geschrieben. Die Packs können wir eigentlich alle mitnehmen, Chat. Nehmen wir mal mit. Was soll ich geschrieben haben? Keine Ahnung, Digga. Es sind vielleicht wieder ein paar Clowns in den Chat mit reingekommen. Ist ja scheißegal, Digga. So, weiß der Vatos. Das ist Vatos Ehrenmann, Digga. Ich warte halt immer noch auf meinen Mustang für 500 Euro. Werde ich wahrscheinlich nie bekommen. Schade. Aber ich habe immer noch Hoffnung. Hey, Spaß. Vatos auf jeden Fall Ehrenmann. Schon lange am Start. Es sind so viele, die mich schon seit 3-4 Jahren verfolgen, die so am Start sind. Aber auch viele, die seit neuestem supporten. Wir haben die letzten 30 Tage über 1000 Abos gemacht, was für mich Rekord ist. Wie gesagt, dafür bin ich euch mega dankbar, Freunde. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Das ist echt nicht selbstverständlich. Wir machen mal die SBC hier. Ja, der hat aber auch dicken Push, Digga. Doch, natürlich. So. Position schon mal, die Karte schon mal getradet. Mit Positionskarten, Chemistry Styles trade ich immer ab und zu mal. Kann man auf jeden Fall die ein oder andere Münze immer mitnehmen, klar. Nur sie, doch, doch, oder der, Digga. Ja. Und Digga, der war in diesem Team drin, Digga. Der war bei Insta-Story. Der war bei Insta-Story von Dings drin. Also erzähl mir nichts. Von hier Farid und so. War der in Insta-Story. Da weißt du, was das alleine schon für ein Push ist. Naja. Was hast du investiert? 3500 Champions League-Karten selten. Sind auch wieder günstig. Wenn ihr kaufen wollt, kauft. 82er Rating bis 1-1. Abfahrt-Chat, wer Interesse hat. Ah,
iHack, danke für dein Abo, vielen, vielen Dank. Funktioniert die Bronze-Pack-Methode? Die Bronze-Pack-Methode funktioniert eigentlich immer. Gerade umso besser, umso mehr SBCs da sind, umso besser funktioniert die, weil die Leute umso mehr Zeug kaufen müssen. Okay, Vatos, dann viel Erfolg mit der Karte. Eieieiei. Tipps klappen auch echt gut, weil du noch nicht so groß bist wie andere. Meine Tipps würden auch klappen, wenn ich größer wäre, Digi. Aber ich weiß, wie du meinst. Natürlich werden dann mehr, die da snipen und so bieten würden. Klar, hast du auch schon recht, klar. Da, da, da. Schreibt mal eine 1 in den Chat, Freunde, und gebt einen Daumen hoch auf den Stream, wenn es euch gefällt. Ich brauche noch einen Olympique-Lyon-Spieler. Ach, Lyon. Marseille, Digga. Oh, nur einen Benevento haben wir im Verein. So. Trading-Tipps sind richtig gut. Mach so viele Coins. Und mach weiter so, Bruder. Danke, danke. Freut mich, dass das bei euch gut klappt, Chat. Dafür mache ich die natürlich, ne? Um euch zu helfen. Dafür mache ich die Tipps. Kauf Ösi 700 und ZOM zu MS für 2,1 reinstellen. Was kosten die Karte? Ja, ich müsste die eigentlich auch noch. Ist so ein Torveur noch was wert oder ist ein Torveur nichts mehr wert? Ich hab doch immer früher so. Töre. Ist da noch was wert, der Töre? Dann verkaufe ich die. Ich hab die für 700 geholt. Der Töre. Steigt wer schon irgendwann, wenn er aus den Packs ist? Ich denk mal schon. Der Lennegard. Der Lennegard. Der gute Longley. Der Osman, der hieß Osman Dembele. Der Osman Dembele. Da habe ich schon ein paar gute Dinge rausgehauen ab und zu. Ja. So, Chat. Was können wir hier bauen? Ich spiele einen Fehlpass, war irgendwie drin, glaube ich. Ich spiele einen Fehlpass, war auf jeden Fall irgendwie drin. Ich weiß das aber nicht mehr. Beste Trading-Methode mit 400k. Auf jeden Fall UV-Liste, Ausrufzeichen UV-Liste, Digi. Welche Nummer ich im Pro Club hab, Digga, Nico, raus aus dem Chat, Digga, ganz ehrlich, wenn man das nicht weiß. Chat, welche Nummer hab ich im Pro Club? Also, wenn man diese Frage hier fragt, also, das weiß, ich wette, das wissen 99% der Leute aus dem Chat, wissen das, 99%. Auf jeden Fall. Ey, Digga, der Victor schreibt jetzt 83 rein, weil er mich disst mit meinen 83er, die ich damals investiert habe. Du kennst schon noch die 83er Nachtschicht-Streams. Boah, die haben mich so abgefuckt, ne? Und der Chat. Ach, stimmt, du warst ja da auch dabei. Kam ja die, glaube ich, immer noch, ne? Die 83er. Ah, fuck. Ja, ich habe 1 Million Gewinn gemacht, um 3 Tage zu verkaufen da. Ey, ich brauche hier noch irgendwas. Irgendwas brauchen wir noch. Ist der untauschbar? Nee. Zwei Chemiepunkte, Chat. Zwei Chemiepunkte. Da. So.
Hast du einen Investment-Tipp für 500k? Kauf seltene Champions League-Karten mit 82er Rating für 1k bis 1,1. So machst nichts verkehrt. Das ist ein Abstoßpreis. Ich habe ja auch jeden einmal im Verein und habe noch 3500 so rumliegen. Also, ja, machst nichts verkehrt mit den Karten. Bist du ursprünglich Deutscher? Ja, ich bin Deutscher, Digi. Warte mal. Player. Ah, ein Stindl. Ein Stindl bringt. Oder? Ein Stindl statt er hier? Bringt vielleicht maybe was. Stände. Auch in UCL. Nee, Non-Vers würde ich niemals investieren, Digi. Weil die gehen ja ab 300 los. Ich würde, wenn, dann schon die seltenen einkaufen. Mit gutem Rating. Nee. So, seltene Goldpack. Oder. Alex Vorfahren sind 1883 nach Deutschland gekommen. Auf jeden Fall Viktor. Ach, jetzt gehen die 83 Statistiken wieder los von Viktor. Guck mal, jetzt seht ihr hier, ich habe sogar 18 Packs mittlerweile, aber da sind auch so viele, guck mal hier, so Tornetz. Digga, dass man dafür ein Pack kriegt, hier Tornetzfarben und sowas. Da werde ich aggressiv, wenn ich das sehe hier. Für was kriegt man dafür ein Pack? Tornetzfarben. Wer bei EA so, was überleben legen wir? Tornetzfarben-Pack oder die Server besser machen? Was ist günstiger? Ah, wir nehmen die Tornetzfarben. So wurde das abgestimmt bei EA. So wurde das bei EA Sports abgestimmt, Chat. Einzelne Chat, wer mir da zustimmt, hundertprozentig. Digga, ich. Es fehlt nur noch, dass irgendwann, keine Ahnung, so ein Zeppelin übers Stadion fliegt oder sowas und in Halbzeit Popcorn runterschmeißt oder sowas. Das stelle ich mir noch vor. Liga Santander, Serie A. Okay, wir bauen Serie A-Team. Renato Sanchez verkaufen, um zu investieren, oder meinst du, dass der selbst noch krass steigt, wenn er nicht mehr Instinkt ist? Das Ding ist, dass meistens so Spieler wie dieser Sanchez, die Instinkt sind, wenn die erhöht werden, sinken die meistens. Also ich würde den wahrscheinlich eher weghauen, Digi. Ja, 10 Jahre zu verkaufen. Was denkst du, wie lange wirst du brauchen? 6-7 Stunden werde ich schon brauchen, um die zu verkaufen, oder? Ich werde ein paar Softbands kriegen zum Verkaufen. Hast du gedacht, dass die so scheiße werden, die Anforderungen für die Top-Partien? Weißt du, jetzt bei jeder Top Champions League immer so, dass sie so schlecht wird, dachte ich eigentlich nicht, aber ich denke, dass das spätestens ab nächster Woche wieder besser sein wird. Die wollten wahrscheinlich, dass die Leute, das wahrscheinlich haben die das gesehen, gehe ich mal von aus, dass so viele in diesen Karten drin hängen und die wollten, dass manche einfach wieder verkaufen. Wie gesagt, ich bleibe da auf jeden Fall drin. Das kann ich am besten mit 50k machen. Mach Ausrufezeichen 100k, Ausrufezeichen Sniping hier gerne in den Chat. Da kannst du dir die Methoden gerne anschauen, mein Guter. Was sagst du, Talischka? Ich habe den noch gar nicht angeschaut. Können wir aber gleich mal machen, wenn ihr Bock habt. Wir machen gerade noch hier die. Nee, natürlich nicht. Du kannst nur die Player Picks öffnen. Morgen die CL-Karten im Hype verkaufen oder warten, bis eine neue SBC kommt. Sollten die morgen auf 2k sind, haue ich die weg. Aber ich glaube nicht, dass die morgen Mittag auf 2k sind, weil es wird immer noch Leute morgen Mittag geben, die versuchen, die für 1k zu verkaufen. Hundertprozentig so. So. Muss der dieses Jahr R9? Vielleicht um die auf die Bank zu hocken, mal schauen. Wenn die SBC passt vielleicht und wenn es da ein paar gute Packs gibt, nehme ich schon mit. So, zack, zack. Ich bin kein Fan von R9, so. Kann nix. Okay, jetzt würde ich ihn nehmen, jetzt würde ich ihn nehmen. Statt Lever würde ich ihn jetzt im Sturm spielen, aber wenn die Totis und die Tots da sind, brauche ich keine R9 mehr, Digga. Sag ich dir, es ist so. Noch ein Liga Santander-Spieler. Hab mein ganzes Team verkauft. Spiele erstmal mit 500k-Team. Ah, das geht klar, Digga. Spiele auch mit einem sehr, sehr günstigen Team. Muss sagen, spätestens wenn Meta die Gamer in 1-2 Wochen sein Video bringt, der Markt stürzt ein, wird alles wieder so runterballern, ne?
Und genau dann hoffe ich, dass ich dann meinen 7, 8 Millionen habe und dann werde ich zuschlagen. Dann werde ich zuschlagen, dann werde ich auf der Lauer liegen, hoffentlich mit meinen 7, 8 Millionen Münzen und dann werde ich zuschlagen, Chat. Da müsst ihr dann auch zuschlagen. Wird natürlich ein Video von mir kommen, wenn ihr einkaufen könnt dann. Zack, zack. Torwart wäre mal gut. Meta D-Gamer, Digi. Dieser englische YouTuber, der immer ein Markt-Crash-Video zu Black Friday macht und durch ihn geht der Markt immer richtig jedes Jahr am Arsch. Man bringt. Ah, okay, hab ich gerade gelesen. Lost. V-Liste. Könnt auch Ausrufzeichen GÜV machen. So. Warte mal, zack. Okay, noch 3, 4 Punkte brauchen wir. Ein Linksverteidiger würde immer schmecken von denen. Dann Innenverteidiger, da haben wir nichts. Muss ich dann überhaupt noch, wenn ich mir Neymar hole nächste Woche? Musst du wissen, du wirst den halt dann wahrscheinlich für 100k oder noch günstiger wenig, also für 100k billiger bekommen wahrscheinlich, schätze ich mal so. Musst du wissen, Digga, wenn du damit leben kannst, so gesehen, den Minus einzugehen, musst du halt entscheiden. Das Ding ist halt, willst du den Minus eingehen, um halt den Neymar in der Zeit zu spielen, so. Seine CL-Karten, ne? Das Statement von Vladiboss, ich find's Käse. Vielleicht für die Leute, die jetzt nochmal investieren wollen, gar nicht so schlecht, Digi. So, natürlich hätte ich mich gefreut, wenn das gekommen wäre. Ich hätte aber auch nicht so geizig sein dürfen und ich hätte heute Mittag verkaufen müssen. So, weil ich habe gesehen, oh, die sind bei 2K, habe ein paar beobachtet für 2,1, 2,2, sind eigentlich auch gekauft worden. Dachte mir so, ja, heute Abend sind die bestimmt auf 3, 4K, cashst sie gemütlich aus. Pustekuchen, die haben nicht mal einen Champions League Karte gefordert. Sowas habe ich mir nicht vorgestellt, sage ich euch, wie es ist so, aber das hat EA, du kannst das, du riechst nicht, was EA macht, so, das ist das Ding. EA kann dich immer dreimal nach links drehen. Oh, Mr. Terreur, einmal weg, nice. Guck mal, die Engländer, die haben gerade eben gesniped, Freunde, wie gesagt. Meinst du, Baby-Icons gehen dann auch runter? Hab jetzt für mich mein Loris geupgradet. Kann schon sein, Digga, es wird, guck mal, du musst dir vorstellen, auch an Black Friday. Du kriegst Packs, glaube ich, sogar günstiger, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß das nicht genau. Wenn einer das weiß, ich bin mir nicht sicher, macht EA da was? Ja, ich weiß das nicht, Chat. Ich kaufe kein Packs. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auch günstiger. Gecko meint, die werden reduziert. Also allein das heißt natürlich, dass die Leute da schon mal mehr Packs kaufen. Mit 7, wenn ich 7, 8 Millionen habe, werde ich mir wahrscheinlich so ein 5-Millionen-Team bauen und den Rest nicht 2, 3 Millionen traden. Mal schauen, so. Ah, die Coins-Packs sind noch billiger. Stimmt, ne? Stimmt, ja. Das ist ja Beschiss. Ah, Talisca wollten wir anschauen. Machen wir, Lolli, machen wir. Ich glaube schon, aber. Was waren das? Es gab doch auch mal so. Du hast ein Pack gezogen und du hast noch eins gekriegt. Was war das? Ach, wann kommt das? Das ist New Year. Das ist chinesisches Neujahr, ne? Oder? Ja. Ende Januar. Pah, ja. Okay, das ist dann nochmal weiter weg. Talisca. 1,90 Meter groß. Abschluss mir ein bisschen zu wenig, aber Außenrissschuss, gute Karte. Stellt euch mal vor, die bringen noch Paulinho nächste Woche. Was muss man für den zahlen? Für ein 83er-Team nehme ich schon mit. 85er, Schuss, hau mal rein, Digga. 85er, Digga. Das ist fast Koscielny-Preis, Digga. Hau mal ab. Das zahle ich doch hier nicht, Digga. 85er Preis wollen die da. Geht ÜV-Liste am Wochenende besser weg? Am Wochenende geht immer alles besser weg, weil die Leute spielen Weekend League. Am Wochenende sind die meisten FIFA-Spieler online, denke ich mal zumindest. Ja, da geht auf jeden Fall einiges weg. Kostet aktuell 50k. Das ist mir zu teuer. So, also ich spiele den eh nicht so. Ich hätte ihn so für 20, 30k mitgenommen, aber 50er ist mir zu viel. Und so. Ach, ich hab gute Sch
Ja, lieber die Player of the Month mitnehmen, wie Lever, Mbappé oder Son, wenn die kommen bald. Das ist das Einzige, was du öffnen kannst, Alaba, deinen roten Player Picks, wenn du unzugewiesen bist. Das ist das Einzige, was du halt ziehen kannst. Ja, die werden nämlich immer vorne angezeigt. Ich würde sagen, wir nehmen mal die zwei Packs noch mit. Das Mega Pack Untauschbar nehmen wir mal mit. Florenzi, guter Preis, 14k. Habe ich auch zweimal eingekauft, sehr guter Preis. Wir können uns ja das TDW gleich nochmal anschauen. Habe ich doch gesagt, oder? Stürmer empfehlen, Zetor oder Icon maximal 2,5 Millionen. Stürmer empfehlen, Icon Zetor. Boah. Ich glaube, du kommst ins TDW. Ich denke eigentlich nur Lever, ne? Wer soll denn sonst kommen so? Lever. Drei könnten noch kommen. Das Ding wäre halt, wenn ein Akanji morgen kommt, wird ein Dings hier in die Höhe sprießen. Der andere in Form von Dortmund in der Innenverteidigung, gerade seinen Namen vergessen. Wie heißt denn der? Er ist im aktuellen TDW. Delaney, sein Name ist mir kurz nicht eingefallen. Delaney. Traoré von Ajax, er hat 5 Tore geschossen. Ja, Ajax muss eigentlich komplette Mannschaft kommen, Digga. Die haben 13-0 oder so gewonnen, das habe ich gesehen. Das war ja. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war doch. Okay, Philipp. Oha, was für eine Teamchemie wollen die von mir hier? Uff. Seltene mindestens 3. Aber das sind doch 75er. Ach, genau, 5 75er. Das ist ja richtig. War ein Team verkaufen. Ich würde Donnerstag verkaufen. Donnerstag kriegst du meistens die beste. Donnerstagmittag. Muss man ja immer dazu sagen. Nicht, dass ihr morgens oder so verkauft. Ich würde das. Fuck. Boah, das ist schon belastend, ne? Sag ich, wie es ist. Also heute die Packs, die du gerade machst. Auf jeden Fall, Digga. Kappa. Nee, ich habe 3.500 Spieler nicht zugewiesen, Digga. Ich kann die nicht öffnen. Auch ich würde die sehr gerne öffnen. Ich habe auch noch Squad Battles Elite 1 Rewards rumliegen, die Vorbesteller-Packs. Ich habe da ja 15 Packs mittlerweile. Ich würde die schon sehr, sehr gerne ziehen, aber es geht leider nicht. Gerade ein die Sporting Lissabon ist 5k wert. Von wem? Sporting Lissabon? Ich habe gerade nicht zu. Ich habe nicht zugehört. Was hast du gemeint? Zieh einfach, ja. Ich mache eh kein Video. Mach. Ja, ich mache kein Video mehr zu Rewards, Digga. Ich mache abends meinen Stream und ich werde da kein Video mehr zu machen, das lohnt sich nicht. Das feiern die Leute irgendwie nicht. Nee, ich meine auch das Video mit den Rewards, das um 14 Uhr kommt. Es kommt nicht mehr, das werde ich nicht mehr machen, nee. Ich gucke kurz was, Freunde, Moment. Boah, 85. Okay, das werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Deine Meinung zu Modric in FIFA 21? Leider nicht mehr so geil wie die Jahre davor. Dass man keine Spieler neu kaufen kann, man braucht, weil sie angezeigt werden und Packs geht auch nicht. Ja, das, Digga, das. Ist das der hier oder was? Rossi, ist das der? Ah, den habe ich untauschbar, die. Boah, guckt euch das an, Chat. Ist eh untauschbar, aber ja, der bringt halt 80 oder höher. Boah, ich brauche noch 77er, ne? Ich meine, die steigen, TT. Wie konnte man die Player Picks doch noch öffnen, wenn man unzugewiesen?
Ja, das ist auch dies Jahr. Du kannst sie dies Jahr öffnen. Das ist das Einzige, was du öffnen kannst. Dietrich bis hoch. Gold. Ja, warte mal, den hier könnte man auch reinpacken. Dann haben wir wenigstens mal hier das voll. Boah, das ist echt kompliziert gemacht, ne, Chat? So. Und jetzt ein 77er LM am besten. Von Spanien. Oder spanische Liga zumindest. Kera hätten wir schon mal. Ja, Mark Rocker haben wir. Warte mal, machen einfach den Kollegen da vorne rein. Okay. Wie viel Chemie habe ich denn jetzt? 52. Uff, uff, uff. Das ist auf jeden Fall nicht viel. Denkt der mal Bonus Hungaria bei Inform Akanji auch. Ich denke mal schon, ja. Ja. Zakaria, ja. Hm? Naja, hab ich auch gesehen. Da holt er wahrscheinlich sogar rum, denke ich mal. Das ist der neue Porsche, oder? So. So. Boah, ich brauch zwei. Ach, der geht gar nicht, ne, Chat? Ich brauch jetzt. Boah, das ist schwierig zu bauen. Chat, helft mal ein bisschen mit. Ich brauch eigentlich hier was Französisches. In der Innenverteidigung. Okay, komm. Ich mach das zwar nicht gerne, aber wir geben. Ah, ich brauche 80 plus, oder? Oh, 80 oder höher, Digga. Das ist ja richtig kompliziert. So, wenn die Linie SBC kommt. Ich denke mal so Dezember spätestens. Das mit einer Liga gemacht. Ja, dann ist das wahrscheinlich am leichtesten, ne? Wenn ich das restliche. Ach, die sind gar nicht in derselben Liga, die hier. Ich denke mir, warum die nur. Ach, come on. Was sind die abgestiegen hier, Espanyol oder was? Ach, ein Schmutzhaufen. Kera, Link zum RV. Kera ist Deutscher, Digi. Kera ist kein Ding. Kera ist. Leider Deutscher und kein Franzose, Digga. Wir bräuchten mal Rating hier. So ein 80er wenigstens mal. Oh, warum haben die ganzen Paris-Spieler nur 79? Ey, in Jule Draxler hat doch hier. Oder? Ein Draxler hat doch ein gutes Rating. Wo ist denn der Draxler? Hab ich den bitte im Verein. Ja, Chat. QKN, danke für dein Abo, mein Guter. Sogar tauschbar. Draxler, nice. So, das ist sogar ein Perfect Link. Das bringt uns schon mal sehr viel Chemie. Jetzt könnten wir hier eigentlich irgendein. Es gibt halt keinen französischen League. Oh. Boah, das ist echt. Ich bin ehrlich, das ist echt komplizierter, als ich gedacht habe, Chat. Ne? Also. Spanier. Ey, hier könnte ich ein Asensio reinhauen. Ich hau hier ein Asensio einfach rein. Weil ich bestimmt eh noch 10.000 mal. Kostet gar nichts. Asensio, ja, perfekt. Zack, zack, zack. Zack. Boah, ich brauche jetzt hier noch ein 75er und ein 77er. Wir können ja auch zwei kaufen. Mal jetzt einfach hier Frankreich. 75er komm. Ach, come on. Das geht nicht, ne? Wenn ich den jetzt hier reinmache, oder? Ach, come on. Haben wir noch einen Innenverteidiger? Wir haben nur Koscielny da, den ich weiß. Ja, nur Koscielny. Old Todibo haben wir noch. Den soll ich den abgeben? Obwohl, der ist halt von Barcelona, ne? Der ist halt. Nee, nee, ich kaufe lieber einen. Ich kaufe lieber einen. Oh, Todibo wird halt perfekt reinlinken zu dem hier. Nee, passt nicht. Ich brauche 75er. Kostet ja nicht zu hoch.
Wann sind Maximo in vom Kaufen? Vor Donnerstag auf jeden Fall. So, ihn hier nehmen wir mit. Digga, mach dein Insta-Werbung woanders, aber nicht hier bei mir im Stream. Freunde, wenn es euch gefällt, lasst uns mal die 150 Daumen nach oben voll machen, wäre korrekt. Sergio Rico ist von Paris 77. Also ich denke mal, wir kriegen da schon einen Torwart aus der französischen Liga fürs. So, ja, perfekt, Chat. So, zwei Karten können wir kaufen, ist okay. Sollte man Delaney kaufen wegen Akanji, kostet gerade 71k. Ich habe auch überlegt zu kaufen, aber ich sag dir, wie es ist. Ich habe geguckt, der war bei 57. Ja, mach. Ja, abends im Stream kann er machen, wenn er Bock hat. Ach, nee, bringt nichts, ey. Nee, knapp, ja. Meinung zu Fortnite? Ja, Hype ist mittlerweile ausgelutscht, Digi. So. Ja, ist doch okay, dass er hier 59, 800 damit bezahlt. Ja, ich höre dir doch zu, Junge. Ja, mal gucken, vielleicht mache ich das. wahrscheinlich schon. Wurde mir das letztes angezeigt. Was meinst du hier? Meinung zu Xbox. Was soll ich dazu haben? Ja, das kommt ja jetzt eh um 9 Uhr, eine Stunde früher. Oh, Grüße, danke für dein Abo, mein Guter. Die Player Picks werden vorne angezeigt, die sieht man. Ich weiß nicht, ich kann meine eh nicht öffnen, das wird mich eh abfucken, ne, ich weiß. Ja, wahrscheinlich. Meinung zu Malong SBC würde ich nicht machen, sag ich, es ist. Mal. Konnte ich nie öffnen. Das haben die dieses Jahr geändert, Smoke. Dieses Jahr kannst du das öffnen. So, wir werden noch die eine SBC mitnehmen, Chat. Und dann machen wir, zeige ich euch noch ein paar. Ja. Transferlös. Ich habe 5 Millionen ungefähr, Digga. Aber er musste fragen, wie viel Coins ich habe, weil Transferlös sagt nichts aus über Coins, wie die man hat. Ich könnte auch 30 Millionen Transferlös haben und nur 2 Millionen Coins, so Transferlös ist, ja, sagt nichts aus, Digi. Wenn wir Shot Gold holen, würde ich morgen Abend holen. So. Später. Nehmen wir mit. Spieler sind mindestens 5 Spieler aus derselben Liga, maximal 4. Ligen maximal 5. Ja, das geht noch, Andreas. Du kannst immer 5 Stück zurückholen. Was ist denn? Das ist stumm, schlecht, Philipp. Du Junge. Vielen Dank, du bist immer übelst entspannt. Mach weiter so. Danke, mein Guter, danke. Ja.
Wegmann sieht sich Noah auch rein. Gute Nacht, Digi. Pro Woche oder pro Monat? Pro Monat ist das fürs pro Monat. Alex Messer, Mann, 1 Euro, mach weiter so, verfolge dich schon lange mit deinen Streams, gönne dir die 20k, danke Digi für deine Spende, Ruder geht in die Lüfte, Kuss geht raus, vielen, vielen Dank, ich hoffe bei dir ist alles gut, vielen Dank für deinen Euro, Kuss geht raus, Digi. So, hast von Dykes Verletzung gesehen, nicht gesehen, aber gehört, Digi. Musst du Packs öffnen oder musst du warten, bis deine Spieler verkauft sind? Muss warten, bis meine Spieler verkauft sind. So. So. Welche billigen Spiele sollte man sich schon für die Transfer? Hol dir Nonvers, die gehen Nonvers für 350, 400, stell die für 700, 800 drauf. Tja, Luis, ich könnte jetzt ein Diss sagen, frag mal deinen Ma, Digi. Aber ich kann jetzt sagen, nee, bin ich nicht mehr, Digga. Das sag ich jetzt nicht, Digga. Also er ist zu assi. So. So. Hat sich irgendwann mal so angebahnt, Andreas, so, ich hatte irgendwann mal in Weekend League geraged und dann ist einfach, ja, wie soll ich erzählen, einfach mal, ich habe so auf meinen Tisch gehauen und das ist dann an meinem Tisch abgebrochen und ich habe das so reingehalten und dann hat jemand gespendet und ich habe das so als Ruder dann hochgehoben und so, seitdem ist das halt so, ja, so ist das entstanden, das Ruder. So. Da, wo spielt Damian Chat? Wo spielt der? Hier? Bei Parma oder bei Inter? Ah, wir gehen einfach Calabria ab. Scheiß drauf. Kein Bock, so lange zu warten. So. Zack, zack. Weine. Ist doch alles gut, Digga. Ich hab doch auch cool reagiert, Digga, war doch nur Spaß, Digga, alles gut. Ist ja nur Spaß, Digga, ey, was soll denn das jetzt? Spieler mit derselben Nationalität, mindestens 5. Hey, hab ich doch, Digga, oder? Ach, ich hätte... Einfach so. Ich weiß, Ruhe. Ja, Pech. Eigentlich noch Streamer schon, solange es Bock macht. Guck mal. Nee, Spaß, komm mal. Ja, wenn ich das. Aber erst will ich die alle löschen, sonst muss ich da. Also ich meine, Digga. Ey, warum geht das nicht mit der Chemie? Mhm, auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Team Donnerstag früh oder abends kaufen. Donnerstag. Dann aber ganz früh. 8, 9 Uhr würde ich wenn dann bauen.
Ja, bestimmt ein paar. Weiter in UCL-Karten investieren. Für den Preis kannst du nichts verkehrt machen. Ey, ich brauche noch 6 Chemiepunkte. Ich brauche hier einen grünen Link eigentlich. Da warte mal. Belastend. Warum ist denn der hier eigentlich nicht voll? Warte mal, machen wir den mal hier hin. Und so. 80, okay. Ich brauche hier einfach zwei Spanier, ne? Dann geht das, glaube ich. Dann sind die Karten immer am günstigsten. Das ist bestimmt ein Tag in der Woche. Meistens Sonntagabends entweder oder Donnerstag ganz früh morgens, wenn die Leute ihre Packs ziehen halt. So 4 Punkte. Ich brauche jetzt einfach einen Innenverteidiger. Kann man hier Silber oder Bronze abgeben? Ja, haben wir nicht mal, geil. Mir noch was untauschbar von den Jungs hier. Ja, Madrid, Barcelona will ich jetzt nicht abgeben. Das kann doch nicht wahr sein. Ich gebe jetzt keinen blauen Nacho darin ab. Warte mal, reicht ein silberner vielleicht? Da, da, da. Da, 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 da. So, was kosten die Chats? Sind die Bälle hier, die Bronzespieler in Verteidiger? Also schon Mukulele getestet. Ich sehe ihn leider nicht, weil er hinter meinen 10.000 Spieler verschollen irgendwo rumliegt und ich nicht an ihn drankomme, leider. Aber ich würde ihn sehr, sehr gerne spielen und den Wischmob aus dem Verein treten, aber es geht leider nicht. Zuschauer, Rewards. Wir werden das nochmal testen diese Woche. Wenn das gut ankommt, werde ich das weiter durchziehen. Aber wenn das diese Woche nicht so gut ankommt, werde ich das wahrscheinlich nicht mehr so oft machen. Aber am Donnerstag habe ich das vor zu machen. Warum geht denn das hier nicht? Können wir noch was umformen? Ja, komm, form mal den um. Easy. Zack, zack, ab. Und den holen wir. Weißt du, wann Icon SBCs kommen? Ende November, Anfang Dezember ist das geplant, so. Das haben wir aufhört. Erspielst du diese Packs, wo gekommen sind, Gecko, eigentlich? Gold Upgrade und noch irgendwas. 5 Siege. Nee, nee, das ist heute echt gekommen. Keine Grenze. 5 Siege, kriegst du ein Gold-Upgrade und ein Premium-Goldspieler-Pack. Nee, nee, Live-Food-Freundschaftsspiele. Ja, vielleicht mach ich das mal gucken. Ich hoffe halt, vielleicht kommt da noch eine Aufgabe, dass man die kombinieren kann. Ich hatte 40k einfach. Weg, nur weil ich mehr als 50 Karten auf dem Ausverteil hatte. Die Karten sind alle weg. Kann eigentlich nicht sein, Digga. Da musste ich wahrscheinlich verdrückt haben. Gibt es dieses Jahr Icon Swaps? Gibt es. Die werden auch so, ich glaube, Anfang Dezember losgehen. Wir können noch ein bisschen snipen, Chat. Ich zeige euch noch ein paar Sniping-Filter. Wie gesagt, wenn ihr Trading-Tipps braucht, Freunde, und neu hier seid, lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Macht ihr nichts verkehrt. Ich würde sagen, gebt alle einen Daumen nach oben, dass wir Richtung 200 Likes kommen. Wäre auf jeden Fall nice. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch noch ein paar Sniping-Filter. Ich muss das halt hier zeigen, weil ich halt unzugewiesene Objekte habe. So. Das ist mein Team. Ich habe aktuell 3,5 Millionen Münzen investiert. Deswegen habe ich aktuell so ein Schrott-Team nur. Nee, nee. Das kann schon nicht zusammen. Machen.
Naja, das war dasselbe. Okay, 600 gehen die Chat. Direkt wieder einen bekommen, Chat. Direkt wieder einen bekommen. So, für 700 rein. Das hier ist halt echt langsam zu snipen, sei es euch, wie es ist. Innenverteidiger gehen aber anscheinend echt sehr, sehr gut. In Champions League Karten Kahn und ich hätte die bessere heute Mittag ausgecashed für 2000. Die sind wieder auf den Einkaufswert runtergegangen. Aber wer jetzt ein Masseninvestment noch machen möchte, der kann in die Karten reingehen. So, die werden früher oder später steigen. Ich hab halt gar keinen Münzen mehr, deswegen ich habe halt da wirklich alles reingesteckt, was ich hab. Jetzt würdest du mit 1,5 Millionen investieren. Champions League Karten, send nur Champions League Karten für den Preis. Machst nichts verkehrt. Ab 81er, 82er Rating. Gucken wir mal hier, Spanier. 400, okay. 400, 500. Okay, dich nehmen wir mit, Kollege Schnürschuh. Da, 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 da. Ah, 650 ist okay. Nein, was habe ich jetzt gedrückt? Ach, ich habe den jetzt so auf die Transferliste geschoben, lost. Gucken wir nochmal, ich will gucken, wie viel die weggehen. Okay. Entweder ist das verbuggt oder ich schiebe die jetzt mal alle auf die Transferliste. Mal Freunde, wir schauen die später gleich nochmal nach. Es kann eigentlich nicht sein, dass die hier... Doch, 600 sind die wert. Okay, 600. Maximal 400 snipen. Auch hier die Spanier anscheinend sehr interessant. Gucken wir ein bisschen. Ich würde sagen, dass wir noch einen bekommen. Wie gesagt, Spanier auch immer eine gute Nation natürlich für SBCs und so weiter. Für 2,50 bekommen. Schmeckt auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich mache das hier mit in diesem Schmutz-Snipen-Modus hier, weil ich zu viele Spieler nicht zugewiesen habe. Ihr könnt das gescheit snipen. So. Ah, gucken wir mal. So. Okay. Auch bekommen auf die Transferliste mit dir und so. Steigt die UCL-Karten auch morgen, wenn keine SBC kommt? Natürlich nicht, Digga. Also, es kann sein, wenn eine andere SBC kommt, dass dann die Rating-Spieler trotzdem steigen, aber die werden jetzt nicht dick anziehen, ne? Sascha, ist es so. UCL Invest war eine richtige Reihenfahrt. Im Juve CL habe ich nie empfohlen zu investieren, Digi. Ich habe empfohlen, Buffon, Ramsey und Morata für 700 einzukaufen. Ich habe meine alle für 900 verkauft. War jetzt nicht der dickste Gewinn, war aber okay, würde ich sagen. Also, ne, also geht schlimmer, würde ich behaupten. So sehr. Ah. So, 600. Tschüss, tschüss, tschüss. Also ihr seht, Freunde, ihr könnt hier easy Cash machen. Und einer ist sogar, glaube ich, direkt weggegangen, wenn mich hier nicht alles täuscht. Gucken wir mal kurz. Ja, einer ist direkt weg. Wie gesagt, ich habe halt aktuell alles in den ganzen Champions League Karten drin, Chat. Wir haben hier auch 22 Packs mittlerweile. Man kann die Juve-Spieler für 1k reinstellen, gehen easy weg. Ja, muss vielleicht schon ein paar im Verein reinhauen, so ein Morata oder. Und die nächste Karte weg. Also, ihr seht das hier, Chat. Wie gesagt, und ich snipe die über diesen Müllmodus. Ihr seht das hier, nächste Karte für 600 weg. Easy. Das ist easy. Ganz leicht. So, ah, ich wollte eigentlich über den normalen Modus snipen, aber ich muss ja hier snipen. Wie gesagt, das eigentlich ist okay, ist schon eine Umgewöhnung, aber besser wie gar nicht snipen zu können. So, gehen wir wieder auf Silber. Auch ein bisschen Gewinn gemacht. Ah, oh, stabil. Die waren ja eh auf Abschluss, also man konnte da eh kein Risiko mit eingehen. So, das war das Ding. Ich versuche ja immer so Sachen, wo man gefühlt keinen Minus machen kann, euch zu suchen. Guck mal nochmal 600. Ah, okay, ich hab ja. Okay, selbst der räudigste Links-Rechtsverteidiger geht für 500 weg. Krass.
Okay, ihr könnt wirklich alles für was ihr. Nein. Oh, bekommen. Nice. Sogar von Dortmund, der Spanier. Krass, der muss doch was wert sein hier. Wo ist denn der jetzt? Was habe ich mit dem. Ich habe ihn, glaube ich, auf die Transferliste geschickt. Und auch den wiederbekommen. Das ist zu heftig. Ihr seht das vielleicht. Dazu kann ich eigentlich morgen ein Video rausbringen, Freunde. Ich werde das aber auf dem zweiten Account bringen, weil ich werde nicht hier snipen. Das ist echt krass, was diese Silberspieler bringen. Und wiederbekommen. Seht ihr das? Also das ist wirklich babyleicht. Macht das. Wenn ihr das über den normalen Modus macht, kriegt ihr das, die Spieler ja noch einfacher. Das ist morgen, wird das Sniping-Video kommen, morgen 14 Uhr wahrscheinlich, Freunde. Das ist ja zu leicht. Wir gehen mal auf hier. Wir können auch mal Mittelfeld gehen. Mittelfeld, Spanier, auch was wert. Okay, Mittelfeld geht nicht. Stürmer. Stürmer geht auch nicht. Okay, genug Verteidiger hier. Gehen wir nochmal auf hier Frankreich. Schauen wir mal Frankreich, wie die aussehen. Auch nicht so gut. Spanier gehen halt richtig gut. Wie machst du das? Einfach snipen, Biggie. Ich mach das halt hier mit dem komplizierteren Weg, okay. Oh, 400 gehen die weg hier von. Ich würde halt schon empfehlen, eigentlich bei den meisten Nationen schon Innenverteidiger einzustellen. Ja, Innenverteidiger ist halt viel beliebter. 600 gehen die Innenverteidiger von den Franzosen weg. Okay, die seltenen sind halt nochmal viel begehrter. Weil ihr bei manchen natürlich auch selten braucht. Komm, ich nehme die jetzt einfach mal mit hier. Für. Ich habe mich wieder verdrückt. Das hat das mit dem Verdrücken nervt schon ein bisschen, sag ich, ich weiß es, aber. Immerhin kann ich das euch zeigen, Chat, ne? Warte mal, das wollte ich so nicht. Zack, zack. Gut gewinnen mit Positionskarten gemacht. UV stabil, ja, das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch immer. So, gucken wir mal. Also, wie gesagt. Der hier nehmen wir auch mal mit für 500. Der ist erste französische. Was will man verkehrt machen? So macht man nichts verkehrt, Chat. Wie gesagt, so könnt ihr euch easy die Liste voll machen. Okay, für 500 alles weg. Wir gucken mal die nächste Nation, Deutschland. Wie sieht es bei Deutschland in der Innenverteidigung aus? Okay, Deutschland geht jetzt zum Beispiel nicht, die Innenverteidiger. Okay, gehen auch für 500. Aber da muss man halt immer eine Stunde warten. Das ist halt das Ding. Da hätte ich halt persönlich, der immer eine randvolle Liste hat, kein Bock. Wer natürlich sagt, okay, ich habe eh Platz, der kann sich natürlich hier auch die Deutschen holen. Für die 300 Münzen zahlt man hierfür ein. Den hätte man jetzt mitnehmen können. Den werden wir auch schnell wieder draufstellen. Es war jetzt kein großer Gewinn. Die Transferliste ist voll, okay. Den werde ich nämlich für 300, für 450 einfach verkaufen. Mein Verein machen wir erstmal. Wann wirst du deine OCL-Karten auflösen? Ich schaue mir morgen die Preise an. Vielleicht springen die ja morgen was. Dann vielleicht morgen über den Tag, wenn die Preise hochgehen, würde ich bei 2K verkaufen. Sollten die Preise natürlich nicht hochgehen, werde ich natürlich auch nicht verkaufen, weil ich werde jetzt nicht auf 0 verkaufen. Dann warte ich bis nächste Woche und dann werde ich wahrscheinlich nächste Woche im Hype aussteigen, wenn die dann wieder hoffentlich Richtung 2K sind. Hätte heute schon aussteigen sollen, aber war leider zu gierig, was ein Fehler war. Aber das weiß man erst im Nachhinein. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ob hier der Dortmunder muss doch hier was bringen, Chat. Ja, der Dortmunder bringt doch fast ein Tausender, schmeckt. Der Spanier Dortmunder, der spielt, der habe ich noch nie gespielt sehen bei Dortmund, dieser Spanier Rechtsverteidiger. So, 700 für ihn, auch ein guter Gewinn. Wie gesagt, Freunde, ihr macht hier easy pro Karte immer eure 200, 300 mindestens. Natürlich habt ihr auch mal Karten dabei, wo ihr 300, 400, 500 Gewinn macht. Und ihr verkauft hier halt schnell. Das ist das Gute. Ihr verkauft hier richtig schnell eure Karten. So. Schreibt mal eine 1 rein, Freunde, wer alles am Start ist. So, den Deutschen werden wir noch verkaufen. Bleibt doch noch. Ja, dann zieh halt durch. Snickers. Ach, Junge. Geh gleich offen. Kann man morgen um 13 Uhr noch weiter in die Champions League Karten investieren?
Ich denke mal schon, Digga, wenn du dieselben Preise noch bekommst, kannst du da reingehen. Ja, oh, gute Nacht. Simon49x, danke für dein Abo, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, bei dir ist das fit. Der ist jetzt nicht so viel wert. Hauen wir aber auch mal rein. TDW wird doch übel schlecht, oder? Ja. Lewandowski, Saha und danach wird es schon Krütze. So. Aber ey, guck mal, ich bin ehrlich, könnte ich einen Akanji einbauen? Nee, obwohl, doch, ich spiel ja noch einen Wischmob rechts, stimmt. ich könnte einen Akanji, wenn Akanji in Rot kriegen würde, würde ich ihn, glaube ich, spielen statt Hernandez. Das wäre so ein Lever halt, so, das wären die einzigen zwei Veränderungen, die ich vornehme. Und Koscielny bleibt doch. Ach, Koscielny braucht auch noch einen Grünling. Scheiße. Akanji gibt dem... Ay, nee. Okay, geht doch nicht, Chat. Akanji kann man vielleicht einwechseln. Genau, Joel, so würde ich das machen. Ich habe halt keine Münzen mehr, sonst würde ich auch noch weiter reingehen. Niki, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Vielen Dank für euren Support. Ihr seht hier, die Deutschen auch gerade verkauft. Wieso singt Upamecano nicht? Weil er wahrscheinlich keinen zweiten Inform bekommen wird, denke ich mal. Champions League können nächste Woche verkaufen. Luca, die Chance ist immer noch, dass es morgen kommt. Also, deswegen, es kann auch sein, dass die morgen ein SBC bringen mit drei Champions League Karten. Die sind bei 3K und ich springe hier im Kreis, habe morgen 10 Millionen auf der Uhr. Kann auch sein. Kann aber sein, dass die morgen nichts bringen und dass ich bis nächste Woche warten muss. Aber nächste Woche, denke ich mal, werden die das Safe einmal bringen. Und wenn die dann über 2K sind, werden die dann auch rausgekloppt bei mir. Da habe ich gar keinen Bock, die noch länger zu halten. So, wir snipen mal weiter. wieder Silber. Innenverteidiger gehen richtig gut, Chat. Wir gucken mal Italiener. Italiener, okay. Bitte? Ja, das ist für 200, Chat. Für 200. Und der geht mindestens für 700. 700, 800. Ja, 700 ungefähr. Schmeckt das ein... sehr guter Gewinn. Ach, ich habe wieder auf die Transferliste gedrückt. 700 sollten die alle weggehen von Italien. Ja, ja, 700 gehen die ungefähr weg. Nehmen wir auch mit. 550. Ich muss hier mal hier drauf, dass ich die direkt wegkaufe für 700. Geht's mir jetzt gut? Ich hoffe, dir auch. Elton, grüß dich. Ich hoffe, du springst im Kreis. Ja, ich hoffe das auch, Digga. Dann klebe ich an der Decke, man muss mich abkratzen. So. Enes, ich habe dir dazu mal schon geantwortet. Und dann auch nicht rein spammen, Digga. Lang bist du noch on? Ich denke nicht mehr so lange. Der Karton. Aber danke, dass ihr so zahlreich am Start seid. Was kann man in Traden ab 400k? No Limit, schau dir heute mein Video an und bau dir mit den Spielern, die ich gezeigt habe heute im Video, eine ÜV-Liste am Donnerstag. Aber erst Donnerstag morgen einkaufen. Ne? Weil sonst, ja, gehen die runter. Donnerstag gehen die runter, diese SBC-Futterkarten. Denkst die OCL-Wares sind morgen früh auch noch billig? Gehe gerade ja schon ein wenig hoch. Kann sein, Digga. Natürlich, morgen werden die wieder im gehypt sein. Die Leute werden wieder morgen die einkaufen. Wir kaufen die ein. Nur Leute, die keine Ahnung haben, verkaufen die halt. Aber anscheinend gibt es trotzdem so viele, die keine Ahnung haben. Weil sonst wären nicht so viele für 1K jetzt drin. Aber wir können mal gucken, wie viel gibt es denn für 1K noch. Weil die ganze Zeit für 1K, 10. Minute, okay, immer noch so 10. Minute. Aber bis, ich guck mal kurz was durch, was es noch Interessantes auf dem Markt gibt. Vielleicht nehmen wir uns auch noch ein paar Karten mit, aber ich habe halt eigentlich gar nichts mehr, dass ich was mitnehmen kann. Ich habe halt 16.000 nur noch. Ich würde gerne noch weiter einkaufen, aber ja. 82er, wenn so ein Halstenberg da ist, nehme ich mit. Oder, keine Ahnung, Leimer. Oder ein Kolarov, Perisic, die nehme ich, die Jungs nehme ich mit, wenn ich die für 1K kriege. Das ist normaler, der normale kostet so viel, so, was will man verkehrt machen. So, aber okay, ich sehe hier nichts high-rated ist bis jetzt, also bis jetzt hier nur Schmutz. Okay, ein Tadic nehme ich mit für 1K. Okay, hat sich wohl noch jemand gedacht, ein Tadic hätte ich aber mitgenommen.
Kitten, mit Geier nehmen wir auch mit, für ein Tausender. Mit Geier nehmen wir mit. Oh, hier nochmal ein Tadic. Okay, Tadic snipen die Leute wohl. Okay, es gibt nicht mehr so viel auf dem Markt für ein Tausender. Was war dein bestes Pack? Boah. Das war mein bestes Pack-Chat. Upamecano Inform, glaube ich, als der 100k, 120 gekostet hat, habe ich den Squad Battles Rewards gezogen. Das war mein bester Spieler. Sonst habe ich eigentlich nur Schmutz gezogen. Oder habe ich noch was Teures gezogen? Obwohl mein bestes Pack war halt, guck mal, ich kann dir zeigen, war aber halt untauschbar. Mr. Lewandowski habe ich im 55k Pack, wo man erspielen konnte mit den Silberjungs, ja. Jetzt circa 11,5 Millionen Transfererlös, ist das gut? Das ist auf jeden Fall stabil, Digga, klar. Das Ding ist halt, es kommt drauf an, wie viele Münzen du da jetzt hast. Wenn du alles verkaufen würdest, wie viele Münzen du hast, so. Weil im Endeffekt, so, kannst du jetzt auch 1 Million Coins nur haben, so. Dann sagt der Transfererlös jetzt nicht so viel aus, so. Es gibt so viele... Ja, perfekt. So, das ist halt das Ding mit dem Transfererlös. Es gibt genug, die traden, die kaufen Spieler für 950.000, verkaufen für 1 Million, machen 0 Gewinn, aber bei Transfererlös kommt 50.000 drauf, ne? Das ist das Ding. So. Was will man da machen? So, da machst du keinen Coins, Digga. Da. 0 zu viel, 1 Million und 150.000, okay. Denken die haben die Coins. Guck mal, ich habe einen Transfer, ich habe ungefähr 4 Millionen. Wenn ich alles verkaufe, 4 Millionen und ich habe einen Transfererlös von 5 Millionen oder so. Warte, wir können das ja mal schauen. Ich glaube 5 Millionen ungefähr, so wie gesagt. Das ist auch völlig uninteressant, was da steht. Fast 5 Millionen. Das Wichtige ist, was steht auf deiner Uhr, wie viele Spiele hast du so. Im Endeffekt Transfererlös, ich könnte auch auf 20 Millionen pushen. Wenn ich mir irgendwelche Icons snipe, dass ich Transfererlös hochpush, aber selber keinen Gewinn mache. Aber was bringt mir das? Was bringt mir das, Chat? Bringt mir nichts. Ich möchte Münzen machen, so. Ne, deswegen... Deswegen lieber nicht so einen hohen Transfererlös. Ich denke mal, die 100 Millionen werden wir dieses Jahr trotzdem holen. Letztes Jahr haben wir 92 Millionen Transfererlös gehabt. Ich glaube, ich hatte 70, 75 Millionen Coins. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen. Ich hatte das beste Team. Ich zeige euch mal mein Team, wenn ich das finde, Freunde. In der Galerie. Wenn ich das finde, zeige ich euch mein Team von letztem Jahr. Oh, hängt das. Ich zeige euch mein Team, Chat, wenn es euch interessiert. So, Chat, ich zeige euch mein Team von letztem Jahr, was ich für ein Team hatte. Wo ist mein Team denn? Habe ich das noch gezeigt? Hier, das war mein Team von letztem Jahr, Chat. Rechts war noch Atal. Das wurde auch dann, das ist aber nicht mein Hauptteam. Also das ist schon mein Hauptteam gewesen, aber ich hatte noch das verbessert. Schaut euch das Team an. Das hatte ich, wie gesagt... Das war, ich hatte auch noch einen Van Dijk. Wo war denn das andere Team? Das muss doch hier irgendwo noch drin sein. Wo war denn das hier? Und meine Transferliste sah dann so aus, Chat. Full Icon, ne? Ihr seht da, 8 Millionen Coins da auf der Uhr. Ja, wo ist denn jetzt mein... Ah, hier! Hier sieht man mein Hauptteam und 15 Millionen auf der Uhr, sieht man. Das war damals, das war mein Endhauptteam, genau. Das war mein Endhauptteam. Das war mein Lieblingsteam, das war so gut. Das war mein Team. Eins in den Chat, wer das Team krass findet. Und wenn ihr am Start seid, Freunde, ihr könnt euch 1:1 dieses Team dieses Jahr bauen. Wenn ihr meine Tipps befolgt, am Start seid, supportet. Ihr müsst einfach nur meine Videos schauen und meine Streams schauen. Dann könnt ihr das easy schaffen. So. Und wer natürlich nochmal einen Vorteil haben möchte, ist natürlich im Trading Discord. Das ist nochmal ganz klar. Der hat nochmal einen Vorteil, weil er halt einen Tag ungefähr die meisten Sachen nochmal früher bekommt. Das ist halt der Vorteil. Ne? Das ist nochmal der Vorteil. So, ich glaube, wir fliegen jetzt eh raus, weil wir, denkst hier Aufnahmegalerie waren, oder? Oder anscheinend auch nicht. Dann können wir weiter snipen. VIP oder auf Twitch Sub sein, das kostet fast gar nichts, Diggi.
Ich möchte halt nicht, dass einfach jeder reinkommt. Ich habe das halt so gedacht, dass ich den Subs was zurückgebe und den VIPs auf YouTube. Deswegen habe ich das so eingeführt, weil die haben sonst gar nichts so und die sollen einen Bonus haben. Deswegen habe ich das so eingeführt. EP7, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Wir machen weiter. Das finde ich vollkommen fair. Ja, es gibt ja Leute, die verlangen da 30, 40 Euro. Das finde ich auch übertrieben. Aber wie gesagt, ich möchte halt so, dass hier nicht jeder einfach reinkommt in den Discord. So, das ist halt das Ding. Ich denke mal, das ist verständlich so. Wahrscheinlich und die Fans nackt Video Victor wahrscheinlich Junge hau mal ab. Okay, man muss sagen, die sind schon fast zu billig. Gehen wir wieder. Okay, Portugal habe ich schon nicht geschaut. Ja, ist uninteressant Portugal. Schon viel zu lange drauf. Kosten die noch 700? Okay, nehmen wir mit. Kein Mensch sniped auf diesen Filter, Freunde. Ihr seht, diese Filter, die sind so gut. Keiner sniped da drauf. Der war jetzt eine halbe Minute drauf. Elia, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Donnerstag. Link Invest oder für Top-Partien. Es kommt drauf an, wie viel Münzen du hast. Wenn du nicht so viel... Schreib mal deinen Münzzahl rein, dann sage ich dir, was ich machen würde. Schreib einfach mal deine Münzen rein, die du investieren möchtest, da rein. Wir machen weiter, wir machen weiter. So, Innenverteidiger. Italien, das ist ein sehr, sehr guter Filter, weil jeder geht für 700. Ja, jeder geht für 700, easy. Wegen dem, ich schaue morgen, Lukas, ich habe aktuell noch 150, 160 Insta-Nachrichten. Schreib mir am besten Hashtag Discord als letzte Nachricht, dann sehe ich das. Dann muss ich da nicht alles durchgehen, dass ich das dann sehe. Dann schicke ich dir das morgen, okay? Weil, wie gesagt, ich weiß, dass ein paar schon warten, aber... Manche haben mich heute wieder auf Insta so abgefuckt, Digga. Das ist unfassbar. Alleine 30 Leute haben mir um 19 Uhr geschrieben auf Insta. Und die SBC Champions League kam nicht. Ich dachte mir so, wer will mich denn jetzt verarschen? So, denken die, ich bin blind und sehe das nicht, oder? Oder manche schreiben mich auch an, komme ich gratis bitte in den Discord. Ich schaue dich schon seit 2 Jahren, Digga. Keine Ahnung, so. Okay, der Chat sniped mit. Den hätte ich eben noch bekommen. Safe hätte ich den eben noch bekommen. Der Chat sniped aktiv mit. Aber egal, sei euch gegönnt. Hm? Ja, 83. Okay, der Chat sniped mit. Unmöglich, die zu bekommen. Morata ist auch gut, ja. Für wie viel UCL-Karten kaufen? 1K, 82er Rating ungefähr. Mal ab, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und drück dir weiter in die Daumen mit den UCL-Karten. Nicht nur Deko bleiben. Hoffe ich auch. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Big M, hau rein, mein Guter. Vielen, vielen Dank, dass du so lange am Start warst. Wir gucken mal wieder Spanier, wie gesagt. Der Chat hat hier gerade gut mitgesniped. Man muss sagen, die waren nach einer Sekunde weg. Das ist natürlich. Ich bin zufrieden, wenn das wenigstens jemand von uns sniped. Okay. 300. Nehmen wir mit. Nehmen wir gerne mit. Ach, verdrückt wieder. Gehen die noch für 600, 700? 650? Die waren für 500 drin beide. Die nehme ich beide mit. Auf die Transferliste. Die kriegt man zu leicht. Ich sag, wie es ist. Das ist keine Arbeit, die zu bekommen hier. Das ist richtig gechillt, Chat. Mal ein Team bauen. Aktuell schwer, ich würde wenn dann morgen wahrscheinlich bauen. Aber ich muss aufpassen, Black Friday kommt in 3 Wochen und wenn Meta D Gamer sein Video macht, werden die Preise einpreschen und dann musst du eigentlich zuschlagen. Wieder ein für 200. Also ihr seht, dass das ist zu leicht, Chat. Das sind wieder 500 Coins mit einer Silberkarte. Für 700 stehe ich den rein. Das ist ein easy Profit. Triss, ich muss so snipen, aber ich möchte euch das zeigen. Guck mal, wenn ich über den normalen Transfermarkt kaufe, dann kommen die Spieler hier hin. Dann, warte, ich kann nämlich auch kein Pack öffnen. Dann kommen die Spieler hier ins Nirvana. Ich habe ja 3500 von diesen Karten gekauft.
Die sind dann irgendwo verschollen da hinten dran. Die sind dann in Alaska oder so irgendwo, diese Karten. Ja. Boah, das geht fit. Ich habe stärkere Gegner gehabt, deswegen habe ich ein paar Liter lang mehr. Ich fange schon mal an, die OCL-Karten UV drauf zu stellen. Damit kannst du nichts verkehrt machen. Ich habe auch ein paar UV verkauft. Guck mal, ihr seht das hier, der Italiener. Den haben wir eben noch für 500 bekommen. Den hatte ich noch im Verein, den Deutschen. Spielst du noch eine Runde? Was soll ich denn spielen? Squad Battles oder? Ey, ich wollte eigentlich heute kein Game machen, Digga. So. Heute eigentlich nur Menü der EDG. Deswegen dachte ich heute eigentlich nicht, wollte ich nicht spielen. Also. Vielleicht kommen ja die Tage gute Aufgaben, dann würde ich spielen, aber selbst wenn da ein guter Spieler kommt, ich krieg den nicht in den Verein. Der Mukilele ist auch irgendwo hinter den 3.500 Goldkarten da, hinter den Champions League Karten. Das ist das Ding. Und wir haben wieder was verkauft. Also ihr seht, die Coins rattern und rattern, ihr verkauft ihn. Okay, wird nicht mal angezeigt, danke. Für nix. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das gerne rein, Freunde. Ich helfe euch gerne. Wenn ihr irgendwie was nicht versteht, schreibt das gerne rein. Ich versuche euch natürlich immer zu helfen. Einfach reinschreiben, dann kann ich euch helfen. Am Morgen wieder runtergehen, dann ist ein neues TDW. Der wird auch runtergehen. Was kostet er denn? Wir können mal gucken, was der Rashford kostet. Ich habe meinen für 220, 230 verkauft. 225 oder so, glaube ich. Wird wahrscheinlich angezogen sein. Rashford. Schätze mal, 240 wird der kosten aktuell. Sollte aber wieder Richtung 200 gehen. Okay, ist sogar richtig. Little, danke für dein Abo. Okay, Rashford ist okay. Der war, glaube ich, schon ein bisschen teurer während der Weekend League. Sollte Richtung 200 wieder gehen, denke ich mal. 200 wird der wieder runtergehen. Mein Aubameyang und Son kaufen. Donnerstagmorgen immer einkaufen. 8, 9 Uhr. Macht die gute Preise. Wird sein erster steigen. Wenn er einen zweiten Inform kriegt, fällt der erste Inform. Der erste kann dann nicht steigen. Was für ein Glitch'n Squad Battles? Was für ein Glitch'n Squad Battles, Digga. Zwei Icons, wann soll ich die verkaufen? Donnerstag mittags, inzwischen so 14, 17 Uhr. Da sind eigentlich. Ihr könnt immer morgens eigentlich 8, 9 Uhr auch einkaufen. Zwischen 14 und 17 Uhr verkaufen. Warum so wenig Coins? Weil ich in einen Masseninvest steck. Mit 3.500 Champions League Karten. Deswegen habe ich so wenig Coins. Discord einladen kannst. Ja, mache ich morgen, Lukas, okay? Ich werde das morgen machen, Digi. Versprochen. Wo sind die Champions League Karten jetzt? Die sind hier, Digga. Warte. Die sind hier, die ersten 50 werden angezeigt, die anderen sind alle dahinter. Ne? Was ist das Ding? Warum das? Weil ich hoffe, dass die steigen. Ja, Tim, den kenne ich. Wie lange hast du die eingekauft? Anderthalb Tage gefühlt oder so. War auf jeden Fall lange. Die sollen mal schön hochgehen. Man kann perfekt einkaufen. 1K kosten die. Ich habe auch so 1K bis 1, 2, 1, 3 bezahlt für die alle immer im Schnitt. Ihr könnt die einkaufen. Wer noch einkaufen möchte, macht nichts verkehrt. Sollte man die CL-Spieler wieder verkaufen, wenn die steigen, ganz einfach. Meinung so raus, 86 preislich. Steigt er noch? Denke er nicht. Ist nicht so ein interessanter Icon. Aber er kann steigen, wenn Icon-SBCs Icons gefordert wird. Dann kann der natürlich steigen, ganz klar. Dann können Icons richtig reinscheppern, wenn die Icons bei Icon-SBCs gefordert werden. So, gucken wir mal, ob die Leute wieder wechseln von meinem Italienfeld da oder ob die noch da sind. Okay, 700. So, gucken wir mal. Zack, 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 zack. 8. Aktuell habe ich nur kleine Sachen drauf auf meiner Liste. Wie viel ich investiert habe? 3,5 Millionen Münzen ungefähr, die.
Warum die steigen sollen? Okay, der Italien-Filter kann man vergessen. Der Chat sniped dazu brutal drauf. Weil morgen Champions League ist und natürlich auch da eine SBC kommen kann. Deswegen, ich habe gehofft, dass das heute schon steigt. Die waren heute Mittag auch schon sehr, sehr teuer. Bei 2000, da hätte ich meine Coins schon verdoppelt. War allerdings zu geizig, die zu verkaufen. So kann man nichts machen. So, ich hoffe, die gehen morgen nochmal hoch oder die gehen nächste Woche Dienstag, Mittwoch hoch. Dann verkaufe ich. Wenn die über 2K sind, haue ich die alle weg. Dann habe ich 7, 8 Millionen aus meinen 3,5 gemacht. Und damit wäre ich dann vollkommen zufrieden. So, ich hätte die heute Mittag verkaufen müssen. Ob ich die alle wegbekommen hätte, fraglich. Ich hätte eh einen Verkaufsbann wahrscheinlich bekommen, aber ich hätte die eigentlich einfach weghauen müssen. Ein Mod helfen. Ich schreib dir doch morgen, Lukas. Ich schick dir morgen einfach den Link dann. XT Pay Inform steigt. Wenn Aua an Inform kriegt, auf jeden Fall. Dann kann das natürlich gut sein. Innenverteidiger. Okay, England. Was kosten die? 600. Hätte man jetzt mitnehmen können für 500. Ist jetzt nicht der beste Deal. Da für 400 nehme ich dich eher mit. 100 Münzen, wenn ihr sagt, 100 Münzen reicht euch, nehmt euch auch für 100 mit, aber mir persönlich zu wenig Chat, deswegen. Außer einen seltenen, den nehme ich mit für 500, ist okay. Seltene gehen immer für ein bisschen mehr, deswegen. So, 5 Spieler auf die Liste bekommt. Auf welche Liste? Auf diese unsichtbare oder was meinst du? Du kaufst einfach und dann gehst du zurück, Diggi. Ich kann das gleich mal zeigen. So, warte, ich zeig dir das mal. Also, du gehst, ich kann das halt jetzt nicht vormachen, wie man, wenn ich was kaufe. Also, du gehst auf Markt, kaufst, und dann kommst du eigentlich dahin, wo ich jetzt hinkomme. Warte. Also, wenn du gekauft hast, kommst du hier hin. Dann, du willst weiterkaufen. Deine Liste ist hier voll unzugewiesene Objekte. Du machst einfach Kreis, beenden und spätere Items kümmern. Und dann kaufst du einfach weiter. Ganz einfach geht das. Und du kannst dann 10 Millionen Spieler da haben, theoretisch. Sogar noch mehr. Wie hoch meinst du, gibt dir denn die Info, wenn Akanji kommt? 80k, schätze ich mal. Wird schon hochgehen. Kann man oder behalten. Ich denke eher, dass das sinkt, Labiont, da der Sanchez, weil er ist meiner Meinung nach zu teuer. Aber du kannst auch zocken, wenn du halt direkt am Start bist, wenn die Preisrange angepasst wird, kannst du halt auch mehr bekommen. Aber viele werden den dann rein spammen. Das ist halt das Ding, ne? Nice, danke für den Tipp. Gerne. Chef euch gerne, Jungs. Ich hoffe, wir machen noch die 200 Likes voll auf Ehre, Freunde. Wenn ihr neu hier seid, lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, um nichts mehr in Zukunft zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das rein. Ich hoffe, dass wir das Zeug morgen wegbekommen. Liste ist auch jetzt voll. Asensio mal wieder einer weg. Nice. Wer für 6,50 verkaufen oder wie viel? Würde ich teurer machen. 6,50 zu wenig. Mach 8,900. Aktuell sind die teurer. Deswegen 8,900 kriegst du die problemlos weg. Gute Nation, gute Liga kriegst du für deutlich mehr aktuell weg. Deswegen easy. So. Ah, ich denke, ich mache nicht mehr so lange im Chat. Oh, eins. Hm? Millionen Team fällt mir aber nicht so. Kannst du mir helfen? Noch 700k auf der Bank. Willst du investieren oder willst du Team umbauen, Digi? FC Bayern, liebe, grüß dich, was geht? Merlin, das kommt halt drauf an, wie schnell ich. Guck mal, ich kann auf Konsole verkaufen natürlich. Ich kann auf Web-App verkaufen und ich kann auf Handy verkaufen. Das Ding ist halt, meistens, wenn du einer, ich sag jetzt, ich habe auch Konsole Bann, also ich kann nichts mehr verkaufen, da steht dann Fehler. Bis ich dann auf der Web-App und auf dem Handy auch einen Bann habe, dass ich nichts mehr verkaufen kann, ist meistens auf der Konsole wieder frei. Also ich kann eigentlich fast durchgehend verkaufen, das geht schon klar. Was kommen für Top-Patinas, eine gute im Kopf. Ich sag mal so, Gladbach-Leipzig finde ich sehr, sehr interessant.
Was sagst du heute 2-1 schon mager zu Bayern? War ein schwieriges Spiel, Digi. In Moskau musst du auch erstmal gewinnen, Digga. Ist jetzt nicht so, dass man da einen Freifahrtsschritt hat. Und die haben auch echt gut gespielt, die Spieler von Moskau, muss man echt sagen. So, Moskau hätte mit Glück auch gewinnen können. So, die sind da 2-3 Mal auf Neuer alleine draufgelaufen. Haben halt da die falsche Entscheidung getroffen. War schon ein glücklicher Sieg. War halt ein Arbeitssieg, ne? So, mehr zählt nicht, die 3 Punkte. Steht denn eigentlich Müller aktuell? Den Inform Müller für 24, hab ich den mitgesehen. Ich glaub nicht. Auch nicht für dein Team, macht das gar keinen Sinn. Macht eigentlich nur alle Dings Sinn. Ja. Gibt's schon Leaks zum TDW? Ja, gibt's schon. Hab schon ein paar gesehen. Saha, Lewandowski sollen kommen, aber schon eher Schmutz TDW. Eigentlich macht gar keine Karte Sinn. Irgendwann wirst du jede SBC-Karte für eine bessere ersetzen. Hm. 1 Million, wo rein investieren? Investieren seltene Champions League-Karten. Okay, die gehen gerade wirklich wieder deutlich nach oben. Oder? Nee. Hm. Sagst du, kommen morgen die UCL-SBC? Ich denke mal, dass die auf jeden Fall gefordert wird. Ob die hochgehen, das ist eine andere Sache, ne? Aber ich hoffe mal, die sollen auf 2K gehen und dann sollen die sich wegschaffen, die Karten. Ich setze, ich schaue morgen, was kommt und dann haue ich die weg. Und wenn die morgen Mittag natürlich schon bei 2K oder über 2K sein sollten, werde ich die auch verkaufen. Aber man kriegt halt keinen 82er mehr. Okay, hier ein Buffon könnte man mitnehmen. Buffon. Nur Buffon gibt es bis jetzt hier zum Sofortkauf. Ne, nur Buffon. Ja, ist. Was gibt's zum Bieten? Ja, zum Bieten gibt es eigentlich auch noch Schmodder bis jetzt hier. Ja, ihr könnt da schon noch mit reingehen, so ein Carrasco oder so, oder er hier, auch interessante Karte hier, der Ruben Diaz. Hier kommt man auf deinen Trading-Discord, aufs Rufezeichen Discord, Digi, das einfach durchlesen. Okay, den nehmen wir auch mit für 2K, würde ich den mitnehmen hier. Den Guerrero. Ihr könnt natürlich ja immer euer so 1K drauf bieten, auch einen Asensio. Ihr habt gerade gesehen, ich habe den normal für 900 verkauft. Was wollt ihr verkehrt machen? 100 Coins mehr. Warum geht bei FIFA kein Shareplay mehr? Geht noch, Digga. Ach, das. Also wie gesagt, Freunde, ihr könnt da easy mit rein investieren wieder. Die sind so weit unten, die Karten. Easy. Wir können aber keinen Plan von investieren. Ist eigentlich relativ einfach. Du gehst auf selten Champions League Karte. Dann gehst du auf Sofortkauf. Nicht mehr wie 1100 zahlen. Und du schaust, dass du mindestens 81er Rating kriegst oder noch höher. 82er wäre besser. Hier ein Torreira. Wer Münzen noch hat, könnt ihr euch mitnehmen. Für 1-1 macht ihr nichts verkehrt. Wie gesagt, das sind Karten, die könnt ihr generell ÜV eh schon für 1,5, 1,6 verkriegen. Hast du schon ein Team? Ich habe aktuell nur ein Schmutzteam, Digi. Also halt so für 14 Siege zu ergammeln. Und ja, ich hatte eh noch 11 übrig. Aber das ist halt mein Team aktuell so. Aber halt, wie gesagt, ich habe halt 3,5 Millionen in diesen Champions League-Spielern geparkt. Es gab Icons, die es gibt. Und dass es sein kann, dass auch Icons benötigt werden. Back to Roots bei EA Icon Trading, aber es ist halt Risiko hoch. Was zahlt man für die billigste Icon? Dann nehme ich immer mal. Dann, wenn ich Coins habe. Icon SPC ist schon bestätigt. Die gibt es auf jeden Fall, ja. Was man dann abgeben muss, das ist nicht bekannt. Was zahlt man für die billigste Icon? Wenn man 200 für eine zahlt, nehme ich mir so ein Icardi mit oder. Ach, Icardi wahrscheinlich. Inzaghi. Icardi, Digga. Was los, Digga? 220 waren die, glaube ich. Oh, sind gestiegen. Warum sind die gestiegen? Die waren 220 letzte Woche, als ich geschaut habe. Krass. Icons hochgegangen.
am Donnerstagmorgen kriegt ihr die aber für 210 ungefähr gesniped. Da kommen die so oft drauf gespammt. Nehmt euch die gerne mit. Wer Münzen hat, Donnerstagmorgen, vertraut mir, 210 werden die drin sein. Am Abend, ihr könnt die für 230, 240 wieder verkaufen. So, macht ja auch nichts verkehrt. Aber denkt dran, ihr müsst 10k Gebühr zahlen pro Karte. Deswegen ist schon deutlich mehr machen, dass ihr Gewinn macht. Nee, das ist gezogen, Janik. Das ist, der ist untauschbar. Also der war in dem OTW-Pack. Den habe ich auch ein paar Games gespielt im ersten Weekend League Team. Der war echt eine gute Karte. Das ist ein sehr, sehr guter Sechser. Kann man auf jeden Fall zocken. Genauso wie der T-Pay, der ist echt gut. Guck mal, der hat nur Weekend League gespielt. Der wurde 15 Mal eingewechselt. 10 Tore und 7 Vorlagen. Das ist echt eine gute Statistik. So geht echt klar. Hm? Der wird aber auch irgendwann abgestoßen. Er ist halt langsam, das merke ich, sehr langsam und steif, ne? Ja, Balance hat 79, aber Schuss ist gut bei dem. UCL Non-Rare oder Rare? Ich würde nur seltene kaufen, ich würde keinen Non-Rares kaufen. Torwart UCL auch mitnehmen. Wenn du diesen Sevilla-Torwart für 1k bekommst, diesen 82er, kannst du auch mitnehmen. Aber in der Regel würde ich eher Feldspieler holen. Abel OTW mit Hunter für 2,5 mitgenommen. Gut. Ich kann mal gucken, ob das gut ist. Kann ich dir gleich sagen, Digga. Gucken wir nach. Geräte Bale. Ja, also der kostet 240, du hast 2, wie viel bezahlt? 225, ja, das ist doch ein stabiler Preis. Fast 10, ja, 10k billiger ungefähr, geht klar. Die auch auf Insta über die Trading und so reden. Ich krieg am Tag 70, 80 neue Anfragen, Digga. Ich komme da kaum hinterher, ich schreibe da auch nur kurz zurück, also das ist eher nicht möglich, Digga. Wenn dann hier im Chat was fragen für die Allgemeinheit, aber... So, das ist schwer. Zu neuen FIFA-Teilen kann man mir eigentlich nicht schreiben, so, weil ich krieg da so viele Nachrichten, das ist fast unmöglich zu antworten. Keine Angst bei 3 Millionen Invest an den OCL-Karten. Warum sollte ich Angst haben, Digga? Das sind alles SBC-Futterkarten. Wenn ich Pech hab, verkaufe ich die halt nächste Woche und hab trotzdem 4 Millionen, mach ein bisschen Gewinn. Weil das sind alles beliebte Karten, für die ich mehr bekomme, wie ich eingekauft habe. Guck mal, wir sind jetzt hier bei einem Leimer. Für 1,5, 1,6 geht der Safe weg. Wird ja schon 1,1 drauf geboten. Was habe ich bezahlt? 1,2. Also, ich mache so oder so pro Karte 200, 300 Gewinn, weil das sind beliebte SBC-Futterkarten, die ich hier gekauft habe. Ich kann kein Minus machen, so. Sonst hätte ich die doch, hätte ich doch auch bekommen dieses Jahr. Ist noch nicht bekannt, aber ich denke mal schon, dass liegen SBCs kommen. Oh, Server und Point oder was. Was ist denn jetzt los? Ey! So ein Aufwand mit den OCLs. Ja, ich hätte die heute Mittag verkaufen müssen. Basti, grüß dich auf jeden Fall. Was geht, Digi? Ey, EA Sports! Bitte. Ja, gucken wir mal. Soll ich einfach Anwendung schließen machen? Wenn ihr Fragen habt, Freunde, schreibt das mal rein. Gucken wir mal. Ich mach mal kurz Anwendung schließen. Die haben so Augen gemacht, die wussten, wir investieren. Ja, guck mal, ich denke, EA weiß immer so, dass du mal investierst. Aber der Fehler ist, wenn du jetzt verkaufst, das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Von welchem Team UCL-Karten kaufen. Generell Rating. Ich würde nicht ein Team mich versteifen. Kauf einfach von einem Team. Nicht von einem Team, von einem Rating. Kauf einfach 82er Champions League-Karten. Selten für 1k. So 1-1, 1-2 macht's nichts verkehrt. Ei, ei, ei. Schalalalala.
Sollen wir die Spieler dann morgen draufstellen? Ja, wenn die SBC kommt, natürlich. Funktioniert das Silber Trading noch Erfahrung gemacht? Geht aber nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Joao Felix, Goldkarte 3 Schmatzoren für einen Preis von 1500 Coins. Der hat 2 Goals gemacht. Der kriegt keinen Inform, Digga. Der hat nur Champions League 2 Tore gemacht. Wird Riss stabil, damit machst du auch gar nichts verkehrt. Shops genommen mit deinen Trading-Tipps. Warum denn, Digga? Karten kosten immer noch genauso wie vorher. Soll ich mir dann... Achso, Kader-Update. Soll mir dann über Insta schreiben, wenn ich auf Twitch gesubbt habe für den Discord-Link. Genau, einfach mir über Insta schreiben. Am besten als letzte Nachricht Hashtag Discord, dass ich Bescheid weiß, dass du... Und am besten auch Link Bild schicken, dass du gesubbt hast, ne? So würde ich es empfehlen. So, geht die Bronze-Pack-Methode noch? Hab heute wieder angefangen zu zocken. Letztes FIFA war 18. Hab ich ein Video zu gemacht. Geht noch, ja. Eieiei, so. Wieder eine Silberkarte weg. Und noch eine. Schmeckt. Morgen werde ich euch ein paar Sniping-Filter hochladen, Freunde. Er sagte im Vorfeld, dass keiner ihm was nachsagen sollte. Entweder die SBC kommt oder nicht. Trading ist immer Risiko. Natürlich, du kannst das Risiko natürlich aber einschränken. Und bei den Karten, die ich gekauft habe, hast du kein Risiko für den Preis. Wolle. Wolle, jetzt die Filter hoch hier auf YouTube als Video morgen natürlich. Reinkommen, was machst du jetzt mit den ganzen UCL-Karten? Ich behalte die, Digga. Bis morgen. Oder wenn morgen nichts kommt, bis nächste Woche. Nächste Woche ist wieder Champions League. Deswegen. Soll ich mit 30k machen? Auf Ausrufezeichen 100k. Schau dir das an. Das ist eine sehr, sehr gute Liste, Digi. Wenn ihr neu seid, Freunde, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da und lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, dass ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Das wäre auf jeden Fall nice. Aber ich glaube, ich ziehe gleich durch. Das war wahrscheinlich dann eine Twitch, ne? Oder? War das auf Twitch? Oder war das auf YouTube? Schreibt gerne mal rein, weil das wird hier nicht im Chat angezeigt. Schade. Ich weiß nicht, ob das auf Twitch oder YouTube jetzt war. Aber danke auf jeden Fall. Und Ruder, geht für dich in die Lüfte, mein guter. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Ah ja, dann kannst du nochmal eine UV-Liste hochladen für ungefähr 500k. Habe ich sogar. Ausrufezeichen UV. Okay, die war 500k damals wert. Die ist wahrscheinlich jetzt keine 500 mehr wert. Hab 124 UCL-Karten mit 82er Rating geholt. Wann verkaufen, mein Bester? Wenn die morgen gefordert werden. Oder du verkaufst sie einfach UV, wenn die morgen nicht gefordert werden. Das VIP machen, machst du dann bis 3 durch. Nee, bis 3 nicht, Digga, sorry. Bis 3 nicht. Sieh gleich durch, Digga. Soll ich UCL-Spieler jetzt kaufen? Für 1k könnt ihr die mitnehmen. Ein Controller leer oder was? Nee, 2 Balken geht einfach aus. Ja, korrekt, Controller. Die Technik hat heute Bock. Erst die Server, jetzt der Controller. Pff, gleich geht hier Licht aus hinter mir oder was. Läuft auf jeden Fall. Hab das jetzt schon oft gehört. Überteuertes Verkaufen einfach, Digi. Du kennst bestimmt viele Leute, die einfach so SBC machen und dann einen von der ersten Seite kaufen. Das ist so. Und die, das sind einfach faule Spieler, die halt einfach einkaufen. Und wir bieten halt denen das Material, dass sie das einkaufen können. Ne? So ist das. Eigentlich relativ einfach. So, guck mal hier für 1k. Okay, aktuell, man muss sagen, es gibt hier wirklich eigentlich nur noch Schrott. Okay, ein Perisic könnt ihr euch mitnehmen für 1k. Perisic 82er Rating, sowas würde ich immer noch mitnehmen. Chat 82er 1k macht ihr gar nichts falsch. Wenn ihr so Megaya, Ginter und Co. seht, was wollt ihr verkehrt machen? Ne? Nur für 1k oder geht auch 1-1.
Okay, guck mal, ich gehe mal meine durch. Ich habe 1,1 bis 1,3 immer bezahlt, so für die. Das sind völlig gute Preise. Selbst wenn nichts kommt, du kriegst die für 200, 300 mehr weg. So, du hast nur Risiko, so. Guck mal, 1K. Guck mal, du hast kein Risiko für diese Preise, so. Was wird's verkehrt machen? Das sind SBC-Futterkarten, die immer gebraucht werden. Immer. Egal was da ist, die werden immer gebraucht. Wie gesagt, zwischen 1000 und 1300. Mindestens 81er Rating. Macht dir nichts verkehrt, Chat. Okay, hier haben wir viele 1-1er geholt. Den habe ich eigentlich, keine Ahnung, warum ich den gekauft habe. Weil jetzt auch nur 80, er auch. Ja, ihr seht, auch ein paar Leipziger mitgenommen. Hier den Angelino. Weil natürlich sind die gut linkbar. Man muss sagen, hier Angelino ist sehr, sehr gut linkbar, wenn der SBC kommt. Können wir mal gucken, was der kostet für einen Spaß. Und guck mal, okay, der kostet jetzt eh schon mehr. Ich könnte den jetzt problemlos, wenn ich den ein paar Mal anbiete, für 1,7 wegbekommen. Transferprofit, 5 Millionen ungefähr. Wie gesagt, mir die SBC kommt morgen und die Karten gehen auf 3-4K. Dann feier ich Party hier, Digga. Und dann lache ich jeden aus, der die heute mit Minus verkauft hat. So. Hm? Nein, da einen Shot. Ja, ich hoffe mal, Wie gesagt, wenn das morgen nicht kommt, wäre das jetzt auch nicht schlimm so. Dann kommt das eben nächste Woche so. Geht schlimmer. Wir haben hier nochmal 2 Verkäufe, nochmal 2 Silberjungs. Also wie gesagt, die, die am Start waren, macht das auf jeden Fall mit der Silbermethode, Freunde. Macht auch gerne in den Chat Ausrufezeichen Sniping, Ausrufezeichen ÜV, Ausrufezeichen GÜV, Ausrufezeichen, was gibt's noch? Ausrufezeichen Sniping gibt's noch. Ashley Young CL-Karte heute von 3,9 auf 1,7 getorbt ist. Ja, weil kein Champions League SBC kam, Digga. Bist korrekt, freut mich, dass das so siehst, Tashin. Korrekt auf jeden Fall. Wegen. Mein Verein für CR7 geplündert. Ich habe viel Cash in Oblak gesteckt, also so zwischen 25 und 30k erboten, nebenbei noch eine UV, aber kann man bald cashen. Wenn was Gutes kommt, kannst du den safe auscashen, denn Oblak ist ja die beste SBC-Karte, muss man ja nicht drum herum reden, dass Oblak und Ter Stegen die 2 besten SBC-Karten sind. Sinkt Neymar Mbappé auch zum Black Friday und um wie viel Uhr etwa? Die werden vor Black Friday schon sinken. Die werden sinken, wenn MetaD Gamer das Video raushaut. Dann wird das immer sinken. Dann könnt ihr eigentlich schon einkaufen, weil am Black Friday sind die Preise teurer, weil alle denken, oh, Black Friday, ich krieg günstige Preise. Aber bis dahin ist der Markt schon wieder oben und ihr zahlt viel, viel mehr. So, das wissen viele gar nicht. 80er Karten auch okay. Dann würde ich aber maximal 1K für die 80er zahlen. Ja. Und auch 0. Alexander, das bitte hier nicht im Chat fragen, das ist nicht erlaubt, Digga. Und dafür gibt es einen Timeban. Nächstes Mal nochmal fragen, dann muss ich dir leider einen dauerhaften Bann geben. Dann kommen die CL-SBCs immer raus, immer unterschiedlich. Heute sind die 19 Uhr gekommen, morgen können die auch 19 Uhr oder 21 Uhr kommen, wie EA halt Bock hat. So, letztes Jahr sind die auch öfters 21 Uhr gekommen, das ist das Ding. Ah, ja, yeah. Bleibt mein Geld, hau mal ab, Bruffy. Spend mal ein Huni, dann schick ich dir einen Zehner. Ah, stabil, du Snickers. Noch was verkauft. Ja. Das kann man momentan investieren ab 1,4 Millionen. Champions League Karten selten so hoch wie möglich ab 81 für 1000. Könnt ihr nichts verkehrt machen, wie gesagt. Ich zeige euch nochmal die Filter. Entweder ihr sucht hier für 1000 bis zu 1200 oder ihr bietet einfach so. Stellt 1K ein und dann ja, bietet ihr einfach auf alles, was halt gut bewertet ist. Ihr könnt auch hier so ein Escudero für 900, wenn ihr für 900 bekommt, mitnehmen oder ihn hier für 900. Warst du schon mal in der Türkei? Nee, war ich noch nicht, Digi. Können wir sich morgen früh noch welche holen? Lohnt sich das, falls morgen SBC kommt, und wie viel sollte man die holen? Wie gesagt, ich würde hier maximal für die 82er 1,2 zahlen.
Ihr seht auch hier, ein Rakitic ist jetzt für 8,50 rausgelaufen, Perisic für 1k. Für den Preis macht ihr nichts verkehrt, ne? Für den Preis macht ihr nichts verkehrt. Icon Trading Beste, ja, das kann man am Ende machen. Jetzt würde ich das nicht machen, zu risikohaft, dass die Icons fallen. So. Was hast du für ein Team? Zeige ich gleich. Ja, Petalcheck von mir aus. Gleich, ja. Den Gärchen so. 20 Ashleigh Coles für 1,5 gekauft, dann waren sie auf 3,9 plötzlich wieder unten. War wohl in der SBC anscheinend dann drin. Also der sucht ich seit Jahren, freut mich ja nicht, freut mich zu hören. Mein Team haben eben nochmal ein paar gefragt, zeige ich nochmal kurz. Ich habe aber wie gesagt, das ist nur ein Schmutzteam so, um halb 14 Siege zu holen. Das war's so, mehr will ich dann nicht machen mit. So. Da, 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 da. So, Freunde, drei Viertel. Danke für die Tipps. Gerne. Chef euch gerne, Jungs. Bis Gold 1, 200 Carpex lohnen sich momentan. Habe ich letzte Woche gesehen, Digga. 82er und ein 83er. Hat sich auf jeden Fall rentiert. Ne, danke. Da gehe ich Gold 3. Da kriegst du dasselbe. Und muss 6 Spiele weniger gewinnen. Und kannst entspannt spielen, so. Ich hatte letzte Woche 22 im Entscheidungsspiel um Elite unnötig verloren, aber ja, gehen alle Non-Wear-Spieler noch immer für 700 weg. Kannst sogar für 8-900 verkaufen. So, Freunde. Gucken wir mal kurz, ob sie schon mal was verkauft hat. Wenn nicht, würde ich durchziehen. Ich werde... Ach... Ja, mal gucken. Hab aus Gold 3 Auber gezogen. Stabil, Digga. Wie läuft UV? Welche Spieler? Mach mal Ausrufezeichen UV, Ausrufezeichen GÜV. Schau dir die beiden Listen an. Da hast du zwei Listen. Das FIFA zu 95% nur auf Gold 3 bekomme trotzdem jede WL. Herz Kasper. Ja, Ruffy, das bei mir dasselbe. Mein zu Taliska sieht okay aus, aber ich brauche den jetzt persönlich nicht, ne? Machst du an Woche Profit? Wie lange ist FIFA jetzt draußen? 3 Wochen? Nicht mal, ne? Oder? 3 Wochen? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt 5 Millionen, Digga. Ja, in der Zeit, seitdem FIFA draußen ist, ungefähr 5 Millionen gemacht. Ja, geht auch mehr, wenn die CL-Karten morgen steigen. Können wir das auch easy verdoppeln. Ganz einfach. Welchen Namen der Spieler soll ich für 3,5 erbieten? Er bietet die für 400. Ich würde dir empfehlen, Spanier, Franzosen für 400 bieten, für 700-800 verkaufen oder noch teurer 800-900 eher. Und dann, ja, ist das eigentlich gewesen, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Morgen Abend werde ich wieder wahrscheinlich streamen. Kommt da gerne vorbei. Obwohl morgen Abend, ist am Donnerstag ist Rewards Stream. Ich weiß noch nicht, ob ich da stream. Aber ich denke mal schon, dass ich morgen stream. Und vielleicht mache ich am Abend einfach den Reward-Stream. Dann mache ich einfach meinen Packs auf. Wer aufheben will, hebt auf. Wer nicht, dann nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde, mit dem Stream. Gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier wart. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Nacht, Freunde. Haut ihr rein. Bis morgen.